Du musst mal die sensationell schlechten Kritiken durchlesen, die ich gekriegt habe für beide Auftritte da oben. Ach so, bei Rap oder was? Nein, für meine Tour, wo wir jetzt unterwegs waren. Gerade eben so. Die eine sagte, ich wäre total vulgär, und die andere sagte, das ist doch gar kein Kabarett. Das war doch nur lustig. Gewöhnlich dran, das war nur lustig. Okay. Ich habe hier auf Frankfurter Rundschau jetzt gute Kritik gekriegt von Alzenau. Echt? Ja, super, super Kritik. Hat alles original verstanden. Ja, du trittst ja auch unter den richtigen Vorzeichen auf. Ja. Ich habe auch super Kritiken gekriegt von meiner Frau, weil ich ihr einen Kaffee gemacht habe. Unter welchen Vorzeichen? So, wir lassen jetzt, lass mal den Abspann jetzt, den Vorspann laufen. Ja. Bitte, Herr Kessler. Herr Kessler. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Jetzt läuft der Vorspann und wir ziehen jetzt die Mützen rund. Alle? Das kannst du vielleicht machen, ja. Nein, mach doch mal, du hast ja auch. Nein, das mache ich nicht. Was ist mit euch? Jetzt sprecht das vor mit mir ab, ihr Affen. Wir ziehen jetzt alle die Mützen runter und zeigen unser Glied vor. Weißt du, ich möchte einfach den Vorspann hinter mich bringen. So, der Vorspann ist gelaufen. Echt, ey. Und ihr könnt jetzt mal raten, was unsere neue Lieblingsserie ist. Ach so, ja. Fernsehen, deswegen, was war die Idee? Und da du ja quasi der Mütze. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich bin der Einzige, der die Matt Murdock-Mütze auch dabei hat. So. Jetzt. Wird so auf die Fresse fahren, auch als der Schauspieler. Ich weiß gar nicht, man die jetzt wieder hoch machen? Oder? Ja. Ich glaube, es läuft schon. Guten Tag, Gary wollte die Ansage. Ja. Hello and welcome to our first international edition of Suck Me Round and Call Me Burble. Yes. Suck Me you Around? Fucking audiences here, this. Yes. My opinion is this. We are going to do this podcast entirely in English. Because we can. Too bad. Because we can. Yeah. And everybody that is not amused can fuck off. Yes. Knall nicht den, du bist hier nicht... Ja, aber man sieht, da ist das was anderes. Wenn man sieht, dann ist es... Don't beat the cup. Don't beat the cup on the table. Wie du sagtest, man sieht es nicht, wenn man uns nur hört. Genau. Man sieht es nicht, wenn man uns nur hört. Bedenke, wo du hingehst, da bist du dann auch. So, bevor wir richtig loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben eine neue Kamera. So einer der wenigen Effekte, die man wirklich nicht sehen kann jetzt. Wir haben gedacht, was den Mythbusters gut recht ist, ist uns nur billig. Und wir haben eine neue Kamera. Gary, sag mal kurz was zu dieser Kamera. Das ist die Zoom Q8. Das ist, im Grunde ist das ein Digitalrekorder mit HD-Kamera dabei. Und ich bin großer Fan von der Firma Zoom. Und Schönen Gruß an die Firma Zoom. Ihr könnt uns auch mal was schicken für Umme. Genau. Ja, schön. Genau. Ja, warum ist die Kamera? Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Warum ist die so kackenhässlich? Was ist denn das da oben drauf? Das ist das Mikro. Ach das so. Ist ein fürchterlich Mikro. Egal. Wir loben gerade die Kamera und es ist doch egal, wie die Kamera aussieht. Du filmst doch nicht die Kamera. Die Kamera filmt dich, nicht du. Ignoriere doch das Design und außerdem, ich finde dich nicht hässlich. Ja, du weißt ja, Nietzsche hat gesagt, wenn du lange genug in einen Abgrund hineinschaust, schaut der Abgrund auch in dich. Hinein hat er eigentlich. So, wir warum jetzt, nicht? Wir haben jetzt 70% der Leute verloren, die eigentlich über Star Wars oder über Avengers hören wollten. Aber wir haben drei onanierende Philosophen dazugewonnen mit Schnurrbart. In Hüppeswagen. So. Wir reden über Avengers 2. Avengers. Ich glaube, es ist Avengers. Avengers 2. Avengers. The Age of Ultron. Wir alle drei haben den Film gesehen. Das ist schon mal das Erste. Vor allem The Age, der lebt eine Woche. The Age of Ultron. Ultron hört sich ja so ein bisschen an wie so ein Waschmittel, finde ich. Ultron. Ja. Nee, aber vor allem The Age, das hätte das die Age, Kalenderwoche des Ultron heißen sollen. Der hat da nicht lange gelebt. Nee. Ja, genau. Den Film nicht gesehen hat, ist jetzt auch egal. Wir spoilern einfach, weil es ist unser Podcast. Wir können spoilern, was wir wollen. Ansonsten jetzt es gibt auch nichts. Es gibt nichts zu spoilern. Hör doch auf, sowas zu sagen. Es ist die erste große cineastische Enttäuschung dieses Jahr. Ja. Des Jahres 2015, würde ich sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir alle haben uns sehr darauf gefreut. Und wenn man jetzt nett wäre, könnte man sagen, der Film ist durchwachsen. Aber wenn Er ist durchwachsen. Aber wir waren schon echt enttäuscht, als wir raus sind. Naja, aber lag es mich auch daran, dass ihr mitten in der Nacht im Kino wart? Ja, wir waren das müde. Das hat damit nichts zu tun. Weißt du, wenn das Bettsignal kommt, da kannst du auch nicht liegen bleiben. Und Hennis hat halt gesagt, ich habe eine gute Uhrzeit ausgesucht und dann trifft man sich halt mitten in der Nacht im UCI. Ja, Mitternachtspremiere. Ne, du kluger Kopf hast ja gesagt, nee, tut mir leid, ich muss morgen früh raus. Das wusste ich auch. Ja, wir auch. Das hat mich davon nicht entbunden, offenbar. Ja. Apropos entbunden, wie war denn jetzt die Geburt? Das war jetzt, wie, also... Also, das war so, es fing damit an, dass es ein bisschen wehtat, um 15:15 fing dann konkret der Film an.
nach einem riesen Werbeblock. Und man sah, dass es direkt konvertiertes 3D ist, ja, was dann dezent so wirkt, als hätte man das Ganze durch die erste Lage eines Tempotaschentuchs abgefilmt. Ich fand es blässlich, ja, im 3D-Effekt und unnötig. Was? Duster. Ja, düster. Ja, natürlich. Duster. Das federt sich ja auch immer düster ab. Düster, das hat ja was mit Stimmung zu tun, aber er war duster. Der Film war dunkel. Finster. Zappen. 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 Zappen war ja so. Es war dunkel, richtig, wie im Arsch des Bären. So, sie hatten keine Probleme mehr damit, irgendwelche Figuren einzuführen, nee, weil man kannte jetzt alle. Das heißt, es ging sofort los. Der Anfang war super. Die ersten, also quasi das erste war super. Der Bond, die ersten 10 Minuten. Der Bond. Oben. Ja. Da? Unser Tonassistent. Da. Bisschen den Ton. Genau, weil wir so brüllen. Ja. Nee, für der Hennis. Der Hennis hat immer Spitzen. Ja, dafür bin ich bekannt. Brüsseler Spitzen. Ich bin immer dabei. Trage ich als Unterwäsche im Moment. Deswegen ist meine Stimme manchmal hoch. Der klöppelt die morgens um 3, wenn er aus dem Kino kommt. Weißt du? Also der Anfang war so ein bisschen so ein Bond-Anfang. Es ging sofort, sofort los. Ja. Es war sehr computeranimiert, die Figuren. Aber trotzdem hat es trotzdem Spaß gemacht. Wenn wieder in Zeitlupe aus dem Jeep springen, da haben wir schon gedacht. Das hat schon Spaß gemacht. Das Problem ist, es war auch das Highlight des Films. Die Schlüsselszene, das macht man nicht am Anfang. Thomas Kretschmann hatte einen kurzen Auftritt. Sehr kurz. Synchronisiert sich aber selbst, was ich immer sehr sympathisch finde. Das ist auch ein bisschen komisch, weil er hat ja im Englischen hat er ja doch einen durchaus sehr deutschen Akzent. Okay. Als Hydra. Als ja, als, wenn er sich deutsch synchronisiert, ja auch. Und es kann halt keiner so gut wie Christoph Waltz letztendlich. Ja, okay, vielleicht. Das stimmt. Christoph Waltz synchronisiert sich mit am besten. Wenn selbst er kann, synchronisiert er sich selbst in das Zeichen. Klaus Kinski hat ja keinen Bock gehabt, sich zu synchronisieren. Wurde von irgendwelchen anderen Sprechern, teilweise von dem Sprecher, der Louis de Funès synchronisiert hat. Echt? Nein, doch! Es war ein bisschen strange immer so. Aber okay. Aber gut. Zurück zu Age of Ultron. Er hat seine Momente. Der Kampf zwischen Hulk und Hulkbuster ist toll. Hat man aber schon gesehen im Trailer. There's something strange. Ja, hey, who you gonna call? Da sind wir dann wieder beim Buster. Thema, warum die eigentlich so viel zeigen im Trailer. Warum wird da immer so viel das zeigen? Alte Lied, das alte Problem. Das alte Problem. Also die ganzen Selling Points oder die ganzen, wie sagt man, mehr Money Shots. Die ganzen Money Shots. Wir entgehen uns wieder in Anglizismen. Ja, ein Anglizismen. Manfred Jensen. Genau. Mini Piffy 4 has manufactured. Ja, bitte. Das war aus Loriot, frag nicht nach. Ach ja, okay. Ist egal. Ah ja, doch, weiß ich. Es ist zu viel, es ist einfach zu viel. Andreas Fröhlich als Ultron. Andreas Fröhlich als Ultron. Ich hatte Benjamin Völz erwartet. Gewünscht, weil er ja die Synchronstimme ist von James Spader. Der ja den Ultron spielt. Und spricht. Und spricht. Aber Andreas Fröhlich ist einfach auch ein super Typ und der hat immer so eine Empfindsamkeit in der Stimme. Zu sympathisch fand ich. Ich fand den gut. Andreas Fröhlich grundsätzlich gut. Ultron selber war so ein bisschen wie ein Bond-Bösewicht. Du wolltest eigentlich nicht, dass der stirbt am Ende, weil er eigentlich der geilste Typ war. Ja, stimmt. Er sah aus wie eine Mischung aus Nussknacker und Robocop. Nur mal ganz kurz. Andreas gemacht. Andreas Fröhlich ist doch auch die Synchro von John Cusack unter anderem. John Cusack und Ethan Hawke. Ja. Und, guter Mann. Und, hat auch Edward schon Norton, hier bei einem von meinen Hörspielen, Gespensterkrimi. Das stimmt, das stimmt. Weil er ein geiler Typ ist, ja. Ja, Punkt. Und er ist ja auch der Sprecher von Edward Norton, der ja schon der Hulk war. Genau. Und jetzt ist er alt schon. Also so ein bisschen, also schließt sich der Kreis. Ja. Also ja. Das war ein bisschen verständlich. Was immer für ein Kreis es ist. Ich aber fand auch, ja, Entschuldigung, normalerweise bist du der Phrasendrescher-Fan, aber jetzt muss ich auch. Nee, ich habe eigentlich gemerkt, Thorsten ist der Phrasendrescher. Echt? Ja. Ach ja, es habt euch wieder einen rausgesucht und rumpicken. Das hat er bei mir an der falschen Adresse. Wisst ihr, wie lange ich hier hingebraucht habe? Während ihr auf ihrem Fahrrad saßt seit 10 Uhr. Weißt du, wie lange ich hier gewartet habe? Ja, und gesagt habe, ich bin zu Hause, bin ich durch die Innenstadt von Bochum gefahren, vollkommen gesperrt. Hast du mal was gesehen? Ja, vom Bauarbeiter ausgeschieden und gesagt, sag mir, kannst du bluten? Du wirst es. Er wollte durch die Innenstadt, dann trat ein grau angezogener Bauarbeiter in einem langen Bart und sagt, du kannst nicht vorbei. Du siehst aus wie ein Ballrock. Ja, aber ich muss da rein. Nee, da kommen nur Lieferfahrzeuge. Die Armee von Ultron, die Roboterarmee. Was ist jetzt der Unterschied zu den Sentinels von X-Men? Was ja auch ein Marvel-Universum ist, aber ein anderes. Die stehen halt auf viele Roboter. Ja, die mögen. Und das ist halt. Grundsätzlich ist das für mich vollkommen überflüssig. Es gibt Schauwerte wie Explosionen, die mir nichts bedeuten. Oder Autoverfolgungsjagden. Da muss schon ganz was Besonderes kommen. Die beste Autoverfolgungsjagd, die ich je gesehen habe, war in Blues Brothers, die zweite dann in Ronin und dann hatte sich das. Captain America 2 hatte eine sehr schöne Verfolgungsjagd. Und natürlich nicht zu vergessen French Connection. Ja, und natürlich nicht zu vergessen Bullet. The Raid 2. Bullet.
Ja, dann gibt es halt ein paar, aber trotzdem weiß ich mich meistens nicht. Ich fand, reden wir mal über die schönen Momente. Ich fand zum Beispiel, dass der Hulk noch besser aussah als vorher, was kaum unmöglich ist, aber er sieht wirklich noch mehr aus wie Mark Ruffalo als Mark Ruffalo. Er sieht tatsächlich aus wie Mark Ruffalo. Ganz großartig. Auch ich war übrigens bei Stefan Raab, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Saß in der Maske, darum geht's nicht. Saß in der Maske und da hingen Autogramme von allen Avengers, außer Tony Stark quasi. Mhm. Also die Jungs waren alle da und Mark Ruffalo, seine Autogrammkarte, zeigt. Sie ist zweigeteilt und zeigt links ihn und rechts den Hulk. Also das finde ich schon gut, dass er sich damit zu identifizieren. Also die Geschichte zwischen ihm und Black Widow ist auch sehr, sehr schön. Die ist sehr schön. Hawkeye kriegt ein bisschen mehr Screentime. Obwohl, das fand ich ein bisschen aufgesetzt. Fandst du aufgesetzt? Fand ich auch, Reden wir mal kurz über die... Ich weiß nicht, was sie sich davon verspricht, von einem 4 Meter großen grünen Typen. Aber ich kann es mir denken, Freunde. Ich kann es mir denken für einen Film ab 12. So ein bisschen kann man sich das vorstellen. Ich denke mir, der grüne Aal, sprechen wir nicht davon. Das Letzte, was reißt beim Hulk, ist immer... Die Hose. Das, immer. Und reden wir mal über die neuen Charaktere. Quicksilver. Tja, lächerlich. Schade. Also wenn man überlegt, was Quicksilver für einen grandiosen Auftritt hatte in X-Men Das war Days of Future Stealer. Past, das war ein Szenenstehler. Ja. Also der hat wirklich, das war auch in 3D großartig. Das wurde sehr... Scarlet Witch hat mir sehr gut gefallen. Frau Dings hier, wie heißt sie? Die eine von den beiden ätherischen Schwestern. Schon... Angenehm, sehr angenehm. Das ist aber nicht eine von den Zwillingen, das ist die jüngste Schwester von denen, oder was? Ne? Nein, das ist eine das von sind den die Zwillingen, Mensch. Scarlet Bitch, komm klar. Scarlet Witch, nicht. Doch, Gary, und die ist nicht tot. Die sind, das ist eine von den beiden Olsen-Zwillingen. Ja, warte mal, da recherchieren wir mal gleich. Ja. Red mal nee, das, ist so, das sind die beiden, es sind Elizabeth Olsen und wie die andere heißt, das ist mir jetzt entfallen. Weil dann sieht die komplett anders aus. Die habe ich völlig anders gemacht. Die ist vielleicht ein bisschen älter geworden und war geschminkt. Ja, also sie sieht immer so aus wie in Full House damals. Aber sie sah toll aus. War das auch Full House? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, Full House war es. Wie hieß denn nochmal die Serie mit Alyssa Milano? War das nicht? Wer ist hier der Boss? Ja, wer ist hier der Boss? Genau, Okay, Tony Dancer. Lass uns jetzt. Tony Dancer. Hey. I'm a Dancer. Dancer for money. Gruß an Stefan Dancer an dieser Stelle. Schön Gruß. Und dann Dancer Washington. So, jetzt weiter geht's. Das ist nicht einer der Zwillinge. Ne, was? Da guckt ihr Elizabeth Olsen und Gedingens Olsen. Laber nicht. Ashley Olsen. Und wie heißt die Mary Kate Olsen. Sie ist die jüngere Schwester. Da. Da guckt er, da sieht er jetzt aber mal alt aus. Ja. Da, guck mal, sprachlos. Leben die denn noch? Genießen wir den Moment der Stille. Ja, dann immerhin. Ja, guck mal, da hat er einmal recht gehabt. Lassen wir ihn. Lass uns bei fundierten Filmwissen recht haben und bei Teenie gehören, okay? Thorsten, wir sollen ihn ja auch ein bisschen mehr ausreden. Ja, das hat Herr Grashoff hat das geschrieben. Ja, das ist ein Dreck. Okay. Das ist so Grasi. Grasi, ey. Schön, dass du... Lange nicht gesehen, ich schaff's nicht. Playstation immer, ja, nee. Immer mal schön, Leute Andy, Ecke zu haben. Der Auftritt von Andy Serkis. Andy Serkis. Man denkt immer, das fällt an, das Gumminase auf. Aber er wird Zerkis geschrieben, nicht Circus. Da kommt ja noch was. Der hat ja dann ein Gebrechen nach der Begegnung mit Ultron. Er ist ja versehrt. Ja, wer hätte das nicht? Und da ist im Comic wohl so, dass da jetzt er auch zu so einer Art, Held wird. Reden wir von unserem gemeinsamen Liebling von Vision. Vision. Was war das denn? Das kannst du Vision, Himmel. Ein Kirmes bunter Superkasper. Mir hat eine sehr nette Frau neulich beim Auftritt nachher in Dietzenbach, die Susanne, schönen Gruß, erklärt, was mit Vision eigentlich ist und warum der den Hammer halten kann. Weil er aus einer Vision von Hulk, von Thor entspringt. Thor hat ja gesehen, was passieren wird. Die Traumsequenzen sind übrigens toll. Schade, dass Hulk keine hatte. Ja, das wäre mal interessant gewesen. Hast du eigentlich die aber so, so einen grünen Haufen kacken, weißt du, weiterlaufen durch so ein Hochhaus und alles so, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Nee. Aber ich hätte es auch gerne gesehen. Traumsequenz von Hulk. Habt ihr erkannt, wer die Ausbilderin war von Scarlett Johansson, von Black Widow in ihrer Traumsequenz? Welche Schauspielerin das war? Nein. Delphi. Ach was? Julie Delphi. Ach doch, ja. Jetzt sehr viele Cameos übrigens in diesem Film. Ja, sicher, die hat so ein Loch auf der Stirn. Ich genau, weiß, Julie Delphi. Sehr viele Cameos auch so. Okay, Vision. Word up. Keine Ahnung, was der jetzt... Was Vision der jetzt, ich habe mir gedacht, 9 Farben, der sah ja aus wie mit Blackerstiften selbst ausgemalt. Er war blass, obwohl er lila war. Als ihm dann noch das 80-farbige Cape wuchs, war ich einfach raus. Ich dachte mir auch, es ist nachts, ich bin nicht mehr jung. Ja, ich war raus. Vielleicht bin ich der Einzige, der den sieht. Ich glaub, das Schlimme war einfach der Moment, wo ich dachte, jetzt ist mir auch egal. Er hat mich jetzt... Ja, ich frage mich, was kommt. So kurz vor 3 Jahren. Ja, das war mir auch. Also er ist wirklich der schwächste Film bisher in der Phase 2.
der Marvel-Reihe jetzt. Die reden ja immer von Phasen. Ja. Und Captain America Winter Soldier war mit einer der besten. Iron Man, also ich finde Avengers 2 ist jetzt nicht so schlecht wie Iron Man 2 oder er ist auch nicht Spider-Man 3. Aber es ist doch, ich glaube, wenn man so hohe Erwartungen hat und wenn man so eine Vorlage hat wie den ersten Avengers, dann ist man einfach enttäuscht. Ja. Der Punkt war, dass es ein bisschen viel war. Das heißt, ja, das erste Konzept, die Zusammenführung des Teams, hat unglaublich gut funktioniert. Dann haben sie New York platt gemacht, alles easy. Der Hulk hat uns überzeugt. Der Hulk hat eine Menge lustige Szenen, die in diesem Fall echt mal wegfielen. Ja. Da war nichts Ironisches und Gebrochenes. Die Sprüche, ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchro lag, aber es klang teilweise wie aus dem Unheilig-Booklet. So irgendwie so, Verlange übrigens. Echt? Ich verlange, dass nicht mehr Tobias Meister den Robert Downey Jr. spricht. Ich finde, er passt als Iron Man ganz gut. Nein, passt er nicht. Wer passt, wer kann nur passen? Ja, natürlich, Charles Rettinghaus. Ja. Aber ich finde, dass das... Charles Rettinghaus spricht Robert Downey Jr. Ich habe nachts um 2 den Film gesehen, Der Richter. Ja. Mhm. Ziemlich großes Tennis, muss man sagen. Auch nicht kurz. Mhm. Mit Robert Duvall und Robert Downey Jr. Und da hast du mal wieder gesehen, wie Charles Rettinghaus, wenn der den deutsch synchronisiert, ich bin ja schon so ein Synchro-Fan, wie der alle emotionalen Register zieht. Mhm. Das war schon... Meister ist einfach... Der hat das richtig am Kasten. Ja, Meister ist aber auch eine coole Sau von der Stimme her und deswegen passt er auch zu Tony Stark. Also du meinst also, durch die Limitiertheit der Figur Iron Man reicht Tobias Meister? Ich glaube, Charles Rettinghaus hätte sich trotzdem gefreut. So würde ich das nicht sagen. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Fragt Charles nochmal, wenn er mich das, nicht sagt. War das am Anfang anders? Ich meine, ich gucke die Filme ja nicht. Das Problem ist bei Synchronsachen, dass die Firma am Ende entscheidet, wer synchronisiert. Ja. Ja. Und das ist ja im Falle von Avengers ist es halt Disney. Zum Beispiel bei Troja wurde wohl persönlich von Wolfgang Petersen entschieden, dass Brad Pitt nicht von Tobias Meister gesprochen wird, sondern von unserem Freund Martin Kessler. Deswegen, was wieder geil ist. Ja, was aber auch gewöhnungsbedürftig ist. Was Troja ist in sich gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Wenn ich Diane Krüger schon sehe, die kann sagen, ja was, die will es halt oft nicht zeigen. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja. Wenn du nicht unrasiert wärst, würde ich dich jetzt knutschen. Ja, deswegen bin ich unrasiert. Das erklärt einiges. So, okay, haben wir Avengers. Ja, also ich möchte, wo wir gerade bei Erwartungen waren. Sag jetzt auch mal was. Ich sag jetzt auch mal was. Ich war in einem Film, da hatte ich auch null Erwartungen, bin aber komplett überrascht worden und das auf positive Art und Weise. Ein spektakulärer Trip. Genau. Und das war Fast and the Furious Teil 7. Ja, lach du mal, Mütze. Nein, wieso? Ja, wenn einer hier... Hier, Martin Kessler. Scheiß. Martin Kessler hat sich den Arsch abgerockt im Studio, um Vin Diesel mal wieder mit Kalendersprüchen zu versorgen. Ja, aber sei mir nicht böse. Also auch wenn Vin Diesel... Sei mir nicht böse? Sei mir nicht böse, Mann. Hör mal, sei mir nicht böse. Aber auch wenn Vin Diesel jetzt nicht die besten Dialoge spricht, Vin Diesel muss man im Original gesehen haben. So. Ja, weil der. Ja, und Fast in the Furious 7 ist so. Wer hat denn auf Deutsch so eine Stimme? Film. Wer hat denn auf Deutsch so eine Stimme wie Vin Diesel? Ja. Ja? Ich meine, Sky Dumont. Der Hennes hat ja schon vor Jahren bemerkt, dass er wirklich, Vin Diesel wirklich aussieht wie Dr. Klöbner. Ja, wie so ein Loriot-Männchen. Vin Diesel sieht aus wie ein Loriot-Männchen. Das ist mir so leid. Komplett. Der sieht wirklich so aus. Der sieht aus, als wenn man gleich sagen würde, ich lasse jetzt die Ente ins Wasser. Die Stimme ist genial und der Film ist einfach genial. Also was der. Ist denn, okay, ich habe noch nie. Welcher Aspekt ist denn. Also pass mal auf. Es ist nicht einfach nur, das sind meine Brüder, das ist meine Familie, Kikeriki, das verstehe ich ja alles, das sind alles so Tankstellen. Nein, im Grunde ist das... Du bist mein Bruder, ich fahre jetzt den Golf GTI weg, ich frage nur. Ja, ich möchte es auch gerne sagen, aber... Die Ludolfs nur mit mehr... Ja. Nein, im Grunde ist es Mission Impossible mit Autos. Nicht, dass im Mission Impossible keine Autos dabei sind, aber sagen wir so, da werden sie schon sehr prominent eingesetzt. Für mich ist Fast and Furious eher Motion Impossible, weil ich da einfach nicht reingehe. Aber ja, selber schuld. Tut mir leid, selber schuld. Gesehen, oder nicht? Was? Hast du Fast and Furious doch gesehen? Ja, Teil 1. Ne? Ja, Teil 1. Nein, aber auf Teil, man kann auch Teil 1 vergessen, Teil 2 kannst du vergessen. Teil 2 kannst du vergessen. Dann den Tokyo Drift kann man, glaube ich, auch vergessen. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nie gesehen. Es wird ab Teil 5 interessant. Das ist ganz selten, aber weiß auch halt ja, nicht. Es so, ist ja. ganz selten mal. Der Film, der ist absolut super. Also das ist echt für mich bisher, ich meine, da kommt ja noch einiges, aber bisher das Highlight. Action-Highlight. Top Gear der Film. Ja. Ein bisschen.
Also wenn man auch Leute, ey, ohne Scheiß, ihr seid ziemlich arrogant, weißt du? Wir reden hier stundenlang über irgendwelche Leute in Strumpfhosen. Aber das hat damit nichts zu tun. Und vor allen Dingen, was unheimlich gut ist bei dem Film, das ist die Art und Weise, weil wir wissen ja alle, der Dings ist ja gestorben. Wie heißt er noch? Paul Walker ist gestorben. Der ist tot? Der ist jetzt nicht immer tot. Also das weiß ich aus sicheren Quellen. So, und wie man das elegant und auf sehr, sehr tolle Art und Weise gelöst hat. Also du sitzt da im Kino und heulst. Ist das so? Ja, selbst du würdest heulen, ehrlich, weil das sehr, sehr elegant und sehr geschmackvoll gemacht. Der ist doch total am Wasser gebaut, das ist doch nur diese Hülle, weißt du? Also, das stimmt schon. Also weißt du, wer sich Transformers anguckt, wer sich Avengers anguckt und dann aber sagt, oh nee, Fast and the Furious, das ist mir zu viel. Ich bin nicht so autoaffin. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich bin auch nicht autoaffin. Ich gucke den als nächstes, versprochen. Ich gucke als nächstes Fast and Furious 7. Deine Erregung auf jeden Fall. Meine Erregung? Es war mehr so eher eifern. Herr Streberg empfiehlt... Viele werden mir jetzt recht geben. Der Film ist einfach genial. Wenn Sie Herrn Streberg recht geben wollen, dann tun er ist genial, weil er unheimlich einfallsreich ist, total lustig und komplett over the top, sich nicht eine Sekunde lang ernst nimmt und sowas weiß ich nicht. Ist das sowas wie auf dem Highway ist die Hölle los? Es ist wie in Mission Impossible. Ist es wie die Feuerzangenbowle nur mit Autos? Es ist wie Mission Impossible mit Autos halt. Ne? Hör mal, pass mal auf, wenn der mit einem Sportwagen durch drei Wolkenkratzer crasht. Ja, das siehst du. Also Hyperrealismus. Und jetzt kommst du. Und jetzt kommst du, ja. Hyperrealismus, das schätze ich sehr in Autofahrerfilmen. Den muss ich mir nicht angucken. Okay, yes. Fast and the Furious 7 ist steht auf unserer Agenda. Ist Avengers auf jeden Fall vorzuziehen. Würden wir jetzt einfach mal sagen. Sag Gary, ich glaube ihn. Die ersten 5 Minuten schon. Ich glaube dir. Wir glauben dir, ist das okay. Okay, weiter. Wo sind wir? Irgendwie war Daredevil, unsere Lieblingsserie. Daredevil. Ich habe in den Film damals mit Ben Affleck nur mal kurz reingeguckt, weil ich immer hörte, dass der so nicht gut sein soll. Ist er wohl auch nicht. Aber jetzt gibt es ja dank Netflix die neue Marvel-Serie Daredevil, von der ich 2 Folgen gesehen habe. Und die hervorragend ist. Ich finde sie absolut großartig. Ich habe sie gestern beendet. Du hast sie gestern beendet und es wird nicht gespoilert, weil hier sitzt einer, der noch nichts gesehen hat. Okay. Wilson Fisk, gespielt von Vincent D'Onofrio. Also nicht dieser Wilson, dieser Ball, mit dem Tom Hanks spricht. Wilson Fisk, also der Kingpin, wird aber niemals Kingpin genannt. So viel kann ich schon mal spoilern. Weil es sehr realistisch gehalten. Nein, der wird King Puck genannt. Kingpin haben sie weggelassen. So, also achtstellig. Hallo? Weißt du? Ist toll, spielt toll. Taucht die ersten 3 Folgen gar nicht auf. In der 4. kurz am Telefon, in der 5. aber persönlich. In der 2. ist er am Telefon. Er stiehlt jedem zu jeder Zeit immer die Show. Die ganze Zeit. Wird synchronisiert von Detlef Bierstedt und zum endlich ist es mal wieder so, dass Detlef Bierstedt jemanden synchronisiert, der auch ein bisschen so aussieht wie er. Das fand ich ja bei Josh. Guckst du das in Deutsch? Ich habe auf Deutsch mal kurz reingeguckt. Guckst du das, du Schwein? Ich guck das auch in Deutsch. Warum denn? Ja, du bist ja auch affin. Meinst du, ich will mir da einen reinmuscheln lassen? Ich sag euch gleich noch mal was kurz zu, von wem gucke ich das auf Deutsch. Detlef Bierstedt ist ein großartiger Synchronsprecher, ein super geiler Typ. Ja. Er spricht George Clooney. Ja. Leider nicht in den Ocean's 11 Film, aber er spricht trotzdem gut, Clooney Sprecher und er spricht auch Jonathan Frakes in den Number One in Star Trek Next Generation. Großartiger Sprecher, spricht ganz viel. Und er spricht Detlef Bierstedt. Und er spricht George Costanza bei Seinfeld. Und da ist die Physiognomie und die Stimme passen auch. Also Detlef Bierstedt ist jetzt eher ein etwas. Das kann ihm doch jetzt, das ist doch vollkommen egal, ob die. Ich weiß, dass der. Nein, aber ich finde das so toll, dass man einfach sagt, die Stimme passt auch zum Typ, weil ich den Typ auch einfach so geil finde. Wasser. Ja, gut. Wasser, ja. Rübergehen, bitte. Kannst du das freundlich sagen? Sind wir im Gulag oder was? Was ist denn hier los? Reicht doch mal Wasser. Das Wasser. Du bist Wasser, echt, du Schwein. Du bist echt Putin, weißt du? Ja, ich bin Putin. Weißt du? Wasser. Wasser. Fang nicht wieder damit an. Tisch, du hast damit angefangen. Ja. Detlef Bierstedt, ganz toll. Ich sehe Daredevil nicht nur im englischen Original, ich sehe es auch
in Surround. Und es gibt keine. Dolby Surround, der Boxen aus Und es gibt keine Fernsehserie, die so großartig ist, die ist quasi für Surround gemacht. Ich bin sehr Surround-affin, das ist bekannt. Aber du sitzt da wirklich, es regnet die ganze Zeit in dieser Serie. Das heißt, wenn du im Zimmer sitzt, regnet es auch um dich rum. Ja, und du hörst das, was Matt Murdock, also Daredevil, hört. Das heißt, du hörst wirklich von, er steht am Anfang, am Ende der ersten Folge steht er oben auf dem Dach, ja, und da wird dir das Kind entführt und du hörst Daddy, Daddy, wirklich von allen Seiten. Echt? Du hörst es wirklich, du hörst den Herzschlag von Karen, also von Deborah Ann Wall, wenn sie lügt, babom, babom, das hörst du auch nicht in Surround, aber der Soundscape in Surround ist, hör mal, danke, es ist so groß, dafür wurde Surround empfunden. Es tut mir jeder Mensch... Danach kann man es abschaffen. Ja. Die kann eine zweite Staffel machen. Es tut mir jeder Mensch leid, ich weiß, das ist jetzt arrogant, aber es tut mir jeder Mensch leid, der diese Serie nicht in Surround hört. Genau, und du hörst es auf einer Anlage von... Teufel. So schließt sich der Kreis. Ja. Jetzt weißt du Bescheid. Ja, ja. Eine gute. Kein Wunder, dass das funktioniert. Ja. Deborah and Wall ist die. Weißt du, wenn ich eine Bang und Olufsen angemeldet bei Bang kann ich ja nur Pornos leihen. Links und es ist also bekannt aus True Blood, eine wahnsinnig. Unglaublich attraktiv, eine wunderschöne Frau. Wer denn? Deborah and Wall. Wer ist das? Die Love Interest von Matt Murdock. Ach so, ja. Deborah and Wall aus. Ne? Nö, nicht so. Ja, hallo, darf ich mal hier... Ja, sicher. Ja, du hast ja sowieso einen ganz schrägen Geschmack bei Frauen. What the... Nein, das stimmt gar nicht. Rosario Dawson spielt mit... Rosario Dawson. Sehr, sehr hübsch. Deborah Ann Wall, übrigens ursprünglich deutschstämmig, merkt man am Nachnamen, sie kommt aus dem Sauerland, aus Meschede, Wall. Weil man immer Wall sagt. Wer? Wo? Deborah Ann Wall, habe ich doch gerade gesagt. Achso, Wall. Achso, ich verstehe den Gag. Unglaublich hübsch. Die ist so sexy in True Blood und sie ist ganz toll in Daredevil. Daredevil, Charlie Cox, bekannt vorher aus, Downton Abbey und natürlich aus Boardwalk Empire. Wer spielt denn Charlie Cox in Downton Abbey? Er kommt in einer Folge vor. Er geht mit dem arroganten Butler in die Kiste. Ach ja, sicher, natürlich. Ich habe auch mit Downton Abbey angefangen. Ich muss mich jetzt aus dieser Form der Realität wieder ausklingen aus Downton Abbey. Du hast mit Downton Abbey angefangen? Okay. Ja, ihr habt doch gesagt, Universum bricht zusammen. Ihr habt doch gesagt, es ist total super. Jetzt saß ich davor, stellenweise hat mir jetzt alles runtergezogen und dann, immer, dieser Butler, der kommt ja nur in die Scheiße. Ja. Wenn der nicht ermordet, dieser aufrechte Mann wird fünfmal gefeuert. Ja, unglaublich. Dann ermordet... aufgehängt, ey, du unglaublich, also wirklich. Ja. Aber es ist jovial, ich habe das an mir selber auch festgestellt. Ich bin also wie der Hausherr auch auf jeden Fall. Ich muss ich auf jeden Fall sage, sie können heute frei machen. Ja, ich kann das einfach. Ich kann sie sag mal, wo wir gerade bei Downton Abbey sind, die beiden Schauspieler, die Hauptcharaktere spielen, die Chefs von dem Ganzen. Ja. Hugh Bonneville. Hugh Bonneville. Und die Elizabeth McGovern. Ja, genau. McGovern. Sind die eigentlich im echten Leben verheiratet? Nein. Weil interessanterweise spielen die in einer anderen Comedy-Serie von der BBC, spielen die auch ein Ehepaar. Da spielen sie aber sich selber. Da sind sie vielleicht gebucht worden für. Das finde ich total witzig. Aber die Frau ist toll. Titus. Elizabeth McGovern. Die ist so toll. Wer ist she's having a baby? Ja. Ach, Gary, also warum kann ich nicht mal jemanden... warum wird das so? Ich finde, warum kann man nicht mal sagen, ist es jemand toll? Und wenn du sie nicht toll findest, dann ist das eben auch okay. Aber ja, ist doch auch okay. Echt? Wieso? Was? Gar nicht. Die ist tot. Das ist so deine Argumentation. Ja, genau. Und also Downton Abbey ist jetzt nicht so deine Baustelle. Also doch, man kann das gucken, aber dann irgendwann glaube ich, das Schema erkannt zu haben. Ja, natürlich. Klar. Es ist eine Soap. Es ist nichts weiter als eine Soap auf einem extrem hohen Level. Die Ausstattung. Es ist halt großartig. Faszinierend, dass mit den ganzen Butlern und diesen Bediensteten. Es ist Haus am Eden Place. Dieses, es ist Haus am Eden Place. Habe ich gerne geguckt immer. Ohne Röhrenkameras. Ja. Haus am Eden Place hat mich immer kaputt gemacht. Mr. Bellamy. Ruby, sie haben den Kamin. Da weiß ich heute noch, dass die Frau des Hauses in der Titanic mit umgekommen ist. Ja, richtig. Obwohl wahrscheinlich nicht sehr realistisch, weil die reichen Weiber, die sind meistens schon nach 5 Minuten raus. Gerettet worden. Wollte ich gerade sagen, naja, am besten gefällt mir bei Downton Abbey, dass immer, wenn gerade mal 5 Minuten nichts passiert, bekommt der Hausherr so einen großen Briefumschlag, macht ihn auf und dann so. Stimmt. Oh mein Gott.
Und dann so bums, dann kommt wieder irgendwas anderes. Entweder ist Krieg oder einer ist gestorben oder einer wurde geboren. Der hat so große Briefumschläge. So groß. Also Daredevil, wir freuen uns sehr auf die zweite Staffel. Ganz schöner toll. Übergang. Richtig schöner Übergang. Übergangsjacke an oder was? Also ich bin der Übergangsmeister. Du bist der Evil Knievel der Übergänge. Der Übergänge. Ja, bist du wirklich. Der Übergänge. Im letzten Podcast, das waren so tolle Übergänge. Unglaubliche Übergänge. Von Laura Palmer, was war das noch? Von Laura Palmer auf Lily Palmer. Ja, genau. Von Lily Palmer auf Laura Palmer. Ja. Das war wirklich Evil Knievel, ehrlich. So. Setz mal kurz Filme und Fernsehen ab. Reden wir mal über Hörspiele? Nee. Hörspiele. Warum nicht? Wir wollten noch über Trailer reden. Über Trailer, genau, die Trailer. Die Trailer, die genau. Wir mal gucken wollen. Weil, so. Genau. Also so. Jetzt ist ja der neue, der letzte, oder sagen wir mal so, der aktuelle Trailer von Jurassic World ist jetzt gesehen worden. Und, was sagt ihr? Sauber inszeniert. Gut. Ich habe das Gefühl, das alles schon gesehen zu haben. Ja. Ich halte es grundsätzlich für eine Gefahr, diesen Saurier, der jetzt nichts Genuines an sich hat, dieser Riesenarsch, der da jetzt frei rumläuft. Der Riesenarsch. Es ist wieder eine gewöhnliche Echse, also er unterscheidet sich in ganz wenig Dingen nur von, außer dass er wahrscheinlich hyperintelligent ist. Es ist so eine Art der weiße Hai im Park und dafür wird ein bisschen viel gezeigt. Ansonsten denke ich mir das ganz ordentlich wieder. Was ich cool finde, ist, dass das, das wussten wir ja schon vorher schon, dass die Raptoren irgendwie so als Waffe eingesetzt werden. Und ich fand zum Beispiel auch super cool, dass diese Flugechsen, dass die dafür eingesetzt werden, die Leute zu retten. Hat man ja gesehen in der einen Szene. Ja, habe ich gar nicht verstanden. Haben die eingesetzt, um die Leute zu retten? Ich habe das Gefühl, dass die Flugsaurier die Leute mitnehmen, um sie zu fressen. So das hatte ich auch. Die kommen hin, schnappen die Leute und verschwinden mit denen. Die Leute schreien auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass die rufen, juhu, ich werde gerettet. Ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast. Ich habe gedacht, das finde ich mal eine coole Nummer. Wir müssen mit der Kamera hier. Henry, hast du dort auch einen Schirm, weil er später rückelt immer mit. Titus. Schätzchen. Also ich habe das ADAC-Zeichen auf dem Flugsaurier jetzt nicht gesehen. Nee, es waren keine gelben Engel. Nee, ich glaube auch nicht, dass die zum Retten, ich meine, das ist ein schöner Ansatz. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er gesagt hat, Flugsaurier, also Jürgen, ich weiß nicht, wieso die heißen, rette den Touristen im Polunder. Ich glaube, dass die wahllos die Leute einfach aus dem rennenden Publikum gepickt haben. Ach so, ja, ich habe gedacht, das... Ja, den Film völlig falsch. Hat einer die Szene gesehen zwischen Chris Pratt und der Dallas Bryce Howard? Wo unterstellt wurde, es wäre 80er-Jahre-Sexismus? Wo so ein bisschen. Also ich finde, Chris Pratt ist sehr im Star-Lord-Modus in dieser Szene. Also er ist Star-Lord. Ich habe sofort gedacht, der Thorsten findet die Szene bestimmt super. Ja, ich habe die Szene nur kurz geguckt. Was war denn da überhaupt? Worum ging es? Ach, die haben sich da so, da ging es so, war so ein bisschen knisterte so zwischen. Ja, und fällt das so Thorsten nicht. Ich finde diese Diskussion, die es dann jetzt so gibt, so, hoch, das ist ja Sexismus irgendwie aus der Geschichte. Was sollen das? Ich finde so ein bisschen 80er Jahre Sexismus ist. Ja, finde ich voll gut. Find ich voll gut. Um mal so richtig mal argumentativ. Die Geräte mal. Die soll doch mal sich nie so anstellen, die Olle da. Ja. So, Terminator. Nicht gesehen. Terminator-Trailer. Ja, Terminator. Können wir das auch englisch aussprechen? Terminator. I'll be back. Es reicht. I'll be back. I'm looking for Sarah Connor. And Mark Terenzi. I want to kill them both in Delmenhorst. Ja, Terminator. Kannst halt, das ist super lustig. Terminator, ja. What killed the dinosaurs? The Ice Age! What killed the... Ja. Claudius. Schön ist doch Arnold Schwarzenegger als Hamlet in Last Action Hero. Claudius, you killed my father. Big mistake. To be or not to be. Not to be! Ja, stimmt. So, also, neulich hast du gesehen, Charles Dance, großes Tennis. Arnie. So. Arnie, ich habe den langen Trailer geschaut und schnalle immer noch nichts. Das ist ein Best-of, finde ich. Man sieht alles, jetzt ist der Ich der, finde der es verwegen, den flüssigen Kollegen aus seiner Polylegierung. Den flüssigen Kollegen? Der flüssige Kollege. Der T-1000. Den flüssigen Kollegen mit seiner Polylegierung. So Liquid Body. Ja, das ist jetzt ein eurasisch anmutender Mensch. Der aber witzigerweise genauso aussieht wie der Dings. Yeah. Wie der Darsteller noch. Jason. Nee, fuck. Ich spiele auch bei From Dusk Till Dawn mit. Burke. Aber ihr wisst welchen. Ja, der den flüssigen Kumpel gespielt hat in zweiter. Der flüssige Kollege, ja. Robert Patrick! Danke, Henry! Und ein großer Dankeschön an unseren Regieassistenten hinter der Kamera. Ein großer Dankeschön. Wir riechen ein bisschen, aber sprachlich macht uns keiner was vor. Weiter geht's. Habe ich ein großer Dankeschön? Ein großer Dankeschön. Aber ich finde, der sieht ihm so ein bisschen ähnlich, fand ich. Also, ja, aber es ist so. Ist egal. Also, es ist so, jetzt kämpft dann Arnie gegen sich selbst. Ja, das ist alles
so. Nils. Aber ich habe alles schon gesehen. Es ist so ein bisschen. Ist es ein Reboot oder ist es. Wir geben dem Film eine Chance. Ja, auf jeden Fall. Chance. Eine Chance. Fantastic Four. Interessiert mich überhaupt null. Nicht. Null. Nicht die Bohne, null. Nicht für 50 Pfennig, ich keine Schraube. Fantastic Four, wenn juckt das. Doof. Nee. Doof, sorry. Jamie Bell, großartig. Aber Jamie Bell ist ja The Thing, das Ding. Also siehst du ihn nicht so. Also siehst du ihn nicht. Weil Jamie Bell ist ja auch, jetzt immer nur ein Kopf größer als ein kniendes Schwein, ein absoluter Hungerhaken und kommt dann anschließend als Watzmann um die Ecke. Weiß ich jetzt nicht. Muss man sehen. Der kahle Asten auf Beinen, weißt du. Aber das, guck mal das. Wird gespielt von Jamie Bell so. Zack, zack. Hier wieder in Winterberg auf dem kahlen Asten. Hier kennt kaum noch einer. FF, damals im WDR Freitags immer. Kennst du das noch? Hast du gesehen, war doch deine Zeit. Nee, da war ich arbeiten. Da warst du arbeiten. Scheiße. Ja, okay, Fantastic Four. Fantastic Four. Batman vs. Superman, oder wie heißt Batman. Das? Batman vs. Superman. So. So, jetzt kommen wir, jetzt. So reden mit, so wir, mit, reden wir darüber. Ja, genau. Reden wir darüber. Vielleicht rede nur ich darüber. Der Trailer zeigt im Wesentlichen ein Sittengemälde. Was zur Diskussion einlädt. Davon werden wir noch viel hören. Ich weiß nicht, was Superman geritten hat, sich derartig zum Spast zu machen in Metropolis, dass er als falscher Gott gepriesen wird und er Sektenanhänger hat. Man kann sich das denken. Das ist das Wesentliche. Ist auf jeden Fall mal ein Thema, was mal... Wie bei uns auch, ja. Ja, ich finde das schön, ja, dass irgendwoher Thema muss der Konflikt kommen, dass er mit ja, aber ich finde, dass es gibt Leute, die haben immer was zu kacken. Also, selbst wenn ihr da so ein Thema... Ich habe einen Trailer gesehen, der 2 Minuten 16 lang ist. Ich weiß also nicht, was Superman da abgezogen Superman hat. Superman als Gott ist zum Beispiel auf jeden Fall etwas, was cinastisch noch nicht bearbeitet worden ist. Und das finde ich interessant. Und das finde ich auch interessant. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann... Okay, soweit so gut. Dann hört man im Original die Stimme von Jeremy Irons, glaube ich, als Butler. Aha, okay. Ja, der sagt dir, pass auf. Als Alfred. Please. Als Alfred, genau. Der halt sagt dir, pass auf, es ist das und das, was die Menschen grausam werden lässt. Okay. Dann sehen wir einen gar nicht mal so schlecht rüberkommenden Ben Stiller, der nur starrt. Mhm. Der eigentlich, ist aber nicht Ben Stiller, der von Ben Affleck gespielt wird. Ich möchte aber, dass er von Ben Stiller gespielt wird. Und gesprochen wird von Oliver Rohrbeck. Ich sagen, Ben Stiller hat ja solche Ohren, sieht super aus mit dem Kopf. Ja, da musst du halt komplett, weiß ich nicht. Also es ist natürlich Ben Affleck, der kommt gar nicht schlecht rüber, hat so ein bisschen graue Haare angemalt. Man erzählte vor 2 Jahren, das wird ein Batman sein, ein reifer Batman zwischen 40 und 50, der viele Kämpfe gemacht hat. Also Ben Affleck kommt in dem Spot jetzt eigentlich rüber wie frisch vom Friseur, muss man, aber ist okay. Ja. Also Ben Affleck grundsätzlich. Dann zoomen wir kurz aufs neue Batman-Kostüm. Ja. Wo ich sage, wuchtiges Teil. Dann gibt es als erstes einen Zwischenschnitt, wo er das anhat, das Kostüm. Und ich habe das Gefühl, das Ding ist quadratisch. Der sieht also in so einem Gegenriss aus wie ein Bauernschrank. Er sieht aus wie in einem Frank Miller. Er kann sich in dem Ding, das sehe ich jetzt schon direkt bei einem ausgezeichnet bewegen. Kopfbewegungen, Körperbewegungen, alles ist nicht mehr so statisch und starr, weil er auch so eine Art grauen Dress trägt, über eine Art Rüstung. Es gab im Internet einige Shots, die das Kostüm ziemlich präzise gezeigt haben. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, es ist überdimensioniert. Irgendwas passt bei dem Kostüm noch nicht. Ich muss es mir nochmal ansehen. Nichts von Wonder Woman. Man sieht nichts von Wonder Woman. Man sieht auch nichts. Spielt sie mit? Ja. Ich bin raus. Mit. Alles klar. Nein, aber es ist auch Aalhannes hier. Moment mal, Wonder Woman. Dann konsequenterweise auch mit ihrem unsichtbaren Jet. Das spielt mit. Das wird man dann sehen. Ja, oder 4 Millionen Dollar gekostet, den nicht oder zu eben nicht. Sag mir nicht böse, oder bin ich raus. Ja, aber Gary, du hast den Film noch nicht gesehen. Ist doch blöd, jetzt zu sagen, da bin ich raus. Da gehen bei mir die Alarmglocken an. Das will ich mal ganz klar sagen. Damals mein Kollege Christian Frank bei der Oscar-Verleihung, als The Matrix den Oscar gekriegt hat für die Special Effects und Episode 1 Star Wars verloren hat, da ist Christian Frank aufgestanden und hat gesagt, ich gehe raus, das gucke ich mir nicht mehr an. Und hat die Oscar-Verleihung, die wir dann im Fernsehen gesehen haben, boykottiert. Und im Nachhinein diente es einfach nur der eigenen Legendenbildung. Der Mann, der bei der Oscar-Verleihung rausgegangen ist, weil der... du kannst ihn noch nicht sagen, bevor er es nicht gesehen hat. Naja, aber ich finde Wonder Woman als sieht toll Helden aus. Figur. Sieht toll aus. Es gibt schon Bilder, wo sie toll aussehen. Weißt du musst nicht immer mit deiner Libido denken irgendwie. Das ist so, das ist einfach vom Superheld. Hilf mir doch mal bitte. Lass es durchziehen. Als Superheld. Ich meine, warum Libido denken. Warum hat ich habe im Moment eine sehr Gott große und Erektion. Übrigens. Gott und die Welt fliegt durch die Gegend irgendwie nur, die hat einen unsichtbaren Jet. Jetzt geil dich doch nicht an diesem scheiß unsichtbaren. Es gibt so viele Variationen von Wonder Woman mittlerweile. Ja. Es spielt doch Aquaman mit. Jason Momoa spielt Aquaman. Aquaman spielt auch mit. Und noch so einer. Haben wir doch gestern noch gesehen bei Entourage. Aquaman, boom! Aquaman, boom! Go! Okay,
Wir freuen uns, also Thorsten, ich freue uns auf Batman. Also, und dann sehen wir zum Schluss in der letzten Einstellung, hören wir das erste Mal Ben Affleck mit einer extrem verzerrten Stimme sprechen. Tell me, can you bleed? Oder will you bleed? Ah, ja. Oder do you bleed? Und dann you will. Und das ist, da trägt er ein Kostüm, ich weiß nicht, was es ist. Er steckt, im Wesentlichen steckt er in einem Eisenspind mit Hörnern. Ja, genau. Und Superman landet halt und Batmans Augen leuchten. Er hat dann eine spezielle Rüstung an. Ich fürchte, es ist irgendwas, um ihn gegen Superman zu schützen. Ich sag nur so viel, das Kinn ist frei. Ich sehe da schwarz. Und dann. Das Kinn hat aber ja so ja, so ein Monster. Immer mit der Hand kommst du dazwischen. Der muss ja auch ein Hulkbuster, muss ja auch haben, wenn du gegen Hulk antreten willst. Du brauchst ja so ein Hulkbuster, sonst geht's ja nicht. Fand den Hulkbuster zu halt unsinnig, aber hat ja halt schon Spaß Arme. Gemacht. Ja, ja, natürlich, klar, also, sicher. Wie gesagt, ich finde diese Sache, dass man weil ich meine, die ganze Superman-Geschichte ist Superman. Ja. Ist Superman. Ja Superman. Superman. Du kannst gerne Popeye sagen, aber dann sag nicht Superman. Superman, da ist ja Superman. Superman. Donald Duck. Superman. Origin. Mein Vater hat immer gesagt, dann ist er wieder der Gofi. Spiel du mit deinen Batmännern. Immer mit, das ist mir gesagt. Gofi, so. Mit Burt Reynolds. Hier habe ich auch einen Film. Ah, ja. Ist egal. Immer. Hustadt Girl. Achso, das ist was ganz anderes. Hustadt Girl. Das hatte, ich hatte mal einen Nachbar, der war einer der wir schweifen. Lass ihn schweifen. Der war einer der größten Raubkopierer in Bochum. Da habe ich immer so, ich habe praktisch direkt in meinen Dealer gefunden. Von Super 8. Und der hat dann mal einen Morgen gesagt, du mal, ich habe einen neuen Film hier mit der Madonna, Hustadt Girl. Hustadt Girl. Hustadt ist die Universitätsviertel von Bochum, falls ihr das irgendwie... Jetzt! Früher war es ein Ghetto. Früher war es... Die Hustadt ist gebaut worden um die Uni rum. Das gab es vorher gar nicht. Das ist jetzt auch immer noch nicht irgendwie... Ja. Friedrichshain. Batman! So. Da liegt das Batman-Hörspiel. Lass mal mir bitte mal... Ja, bitte! Ja. Wir machen einen direkten Übergang von dem Batman-Trailer. Nee, wir machen einen prima Übergang von Batman, ja, und dem Niemandsland Gotham City zu Bochum, durch das ich gerade fahren musste eine Stunde lang. No Man's Land, mittlerweile die dritte Staffel aus der Batman-Hörspielreihe. Zu Deutsch keines Mannes Gegend. Niemandsland. Ja, das meinte ich doch. Ganz richtig. Erster Teil ist raus. Wer hat's gehört? Ich zu zwei Dritteln. Okay. Was sagt der Batman-Fachmann? Ich sage der Batman-Fachmann. Wir beginnen damit, dass ich mich sehr freue. Das Hörspiel ist toll. Es lehnt sich ein bisschen vage an Batman The Dark Knight Rises. Das heißt, Gotham steckt in der Scheiße, Brücken werden gesprengt. Es hat auch noch ein Erdbeben gegeben. Und Gotham City ist jetzt Altstadt der Boomer Amerikas. Ja. Geil. Ja, es wird nicht wieder aufgebaut, es sieht aus wie Scheiße. Um 0 Uhr werden alle Brücken gesprengt dann letztendlich. Ja, Oliver Pocher unter den Städten. Ja, kann man so sagen. Und um 23.55 Uhr werden alle Schurken aus den Gefängnissen entlassen und haben dann auch dazu 5 Minuten Zeit, Gotham City zu verlassen. Das ganze Ding wird resümiert und erklärt von Barbara Gordon, aka Oracle. Aka Batgirl. Die ja im Rollstuhl sitzt, weil ihr der blöde Joker ihr... ins Rückenmark geschossen hat. In jawohl. The Killing Joke. Der garantiert beste Batman-Comic ever. Jemals. Ja, jemals. So obwohl ich The Dark Knight von Frank Miller auch ziemlich aber Killing Joke so. War einfach großartig. Pippelapup. Sie erzählt das sehr schön. Ich mag, da sind einige sprachliche Stilblüten drin, wie zum Beispiel, ich möchte mich bei dem Feuerteufel heiß bedanken. Nicht. So, weißt du, das sind so Sachen, die es bei uns eigentlich nicht gibt. Es gibt großartige Szenen, in denen der Joker, der fantastisch aufspielende Christian Rudolph, der wirklich gut den Joker gibt, mit wirklich lustigen Sprüchen und vollkommen abgedreht. Bisschen nervig diesmal, finde ich. Nein, ich finde... Der Joker ist aber an sich nervig. Nein, es sind einfach gute Dialoge. Aber ist gut. Die Stimme von Tom Selleck, Dr. Nübacken, Norbert Langer, das geht schon gut. Das ist gut. Da kommt keine Off-Stimme, die sagt, und dann riss der Joker Dr. Nübacken die Ohren ab. Sondern es ist so, komm her! Und dann hörst du Ratsch und dann so, du krankes Schwein! Hast mir die Ohren abgerissen. Das macht mir schon Spaß. Und später kommt ein Polizist dazu und sagt, komm her, Dave. Dr. Nübacken sieht aus wie gehacktes. Sowas finde ich schon gut in dem Hörspiel. Das hat mir gut gefallen. Und die meisten Dialoge sind ziemlich auf den Punkt und machen Spaß. Two-Face ist ein bisschen blass, finde ich. Ja. Wenn Gary Spaß hat, lass ihn einfach. Two-Face ist ein bisschen blass, aber jetzt auch nur halb. Halb, ja. Ich finde Two-Face auch gut. Ich finde, das ist grundsätzlich, ist das sauber gemacht. Aber die große Überraschung, finde ich, ist tatsächlich Volker Brandt als Oswald Cobblepot. So weit bin ich ja nicht gekommen. Also, ich erwarte auf Martin Kessler. Ja, dann war ich halt Martin Kessler kommt auch, ist auch
als Henchman toll, aber Volker Brandt, die Stimme von Paul Reiser und Michael Douglas als Oswald Cobblepot, also als Pinguin. Ja, geil. Großartig. Muss darauf kommen. Großartig. Super. Wer allerdings ein bisschen wegbleibt, ist Batman. Einfach, der taucht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das spoilern soll, ob der noch auftaucht oder nicht. Ja, der das heißt, Hörspiel heißt Batman. Also es ist total sauber. Kommt da noch. Der Musik, der Klangteppich und die Musik ist ziemlich gut. Toll. Minimalistisch, ja. Elektronisch, sehr, melodiös, sehr, sehr, sehr geil. Wenn ihr die anderen, Hörspiele nicht kennt, das ist jetzt neu raus. Es gibt vorher noch, gab es noch zwei andere Staffeln von dieser Serie. Toll gemacht, Batman als Hörspiel. Nicht zu vergleichen mit der Batman-Kassettenserie. Ja. Ende der 80er Jahre. Achso. Jetzt ging auch. Das war auch heftig. Ja. Genau. So, was next? Ja, Walking Dead. Walking The Talking Dead. Dead. Also, sie reden ja nicht, aber es gibt eine Hörspielserie zu The Walking Dead, die nicht auf der Fernseher basiert, sondern tatsächlich auf den Comics, also auf der. Also es sind praktisch die ersten drei Comics. Die ersten drei Hefte ist eine Folge. Ich denke, das setzt sich so fort. Source Material. Es ist sehr, sehr stimmungsvoll. Also wer es mag, wer Zombies mag, wer Hörspiele mag, wer es steht drauf, das sind die deutschen Synchronstimmen der aus den Fernsehserien. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe es noch nie in Deutsch gesehen. Mit den Originalstimmen. Es kam mir so ein bisschen vor, als wäre es die Tonspur der Fernsehserie. Es ist es aber nicht. Also es ist ein originäres. Ja. Sehr nah an den Comics dran, sehr tolle Musik, sehr Country Western, Mr. Slide-Gitarre. Passt super. Passt. Wie viele Folgen gibt es? Also und wir sprechen den Namen wieder aus. Rick Grimes. Rick Grimes. Ja. Rick Grimes. Also mir hat es gefallen. Sehr kurz, 45 Minuten nur. Ja, so, 43 Freunde und die ist sogar nur 39. Ja, ja, also kurz. Kostet aber nur 7,99. Ja. Und außerdem ist da kurz, kann man manchmal zusagen. Ziemlich dicht und da kann man du zusagen. Genau. Also ich habe mich gefragt, für wen ist diese Serie, wer Walking Dead Fan ist, hat die Comics gelesen, hat die Fernsehserie gesehen, hat die Comics zur Fernsehserie gesehen, hat die Novelisierung der Comics zur Fernsehserie zu den Comics gelesen. Das ist für die Leute, die abends vom Comic und Filme gucken, die Augen brennen und zum Einschlafen das Feeling nochmal einfangen wollen. Um wegzusehen. Ich habe ja ein bisschen Probleme mit Zombies, weil ich finde die ja eklig. Ich habe da echt Angst vor. Ja, nee, es gibt Leute, die sind da Fan von, die finden das total toll. Ja. Ich habe wirklich Probleme, ich kriege da Albträume und ich habe die jetzt im Auto gehört, auf der Fahrt tagsüber, natürlich nicht nachts. Und ich finde das toll. Also ich so kann ich Zombie-Geschichten konsumieren. Es gibt ja nicht so viele Zombie-Hörspiele. Nee. Es gibt die Insel der Zombies von H.G. Francis aus den 80ern mit Uwe Friedrichsen und Julie Winter aus der Europa-Serie. Ja. Da gab es nochmal andere Ansätze, aber wie gesagt, kann man machen. Für Komplettisten und Leute und so Memmen wie mich. Komplettisten. Ist das eine tolle, ja. Das ist ein anderes Wort für Messi, oder? Ja, ja, genau. Dann machen wir gleich weiter. Genau. So. Dann habe ich gehört, Verdacht. Verdacht ist das Hörspiel-Remake von dem Hitchcock-Klassiker von 1941 mit Cary Grant und Joan Fontaine. Mit dem großartigen Hans-Peter Halvachs. Ja. Großes Tennis. Hans-Peter Halvachs las damals auch das gekürzte Hörbuch von Roter Drache von Thomas Harris. Und er hat den Aragorn gesprochen in der Hörspielfassung von Herr der Ringe. So, pass auf, das Besondere an diesem Hörspiel ist, es ist in einem Also es ist in einer Pappverpackung mit Heft. Entschuldigung. So, das war's. Nein, jetzt sag doch mal. Es ist steht da hinten drauf, du musst Kunstkopfverfassung. Setz dir deine Brille auf und liest selber. Also pass auf. Mann. Es ist praktisch 3D, ein 3D-Hörgenuss mit Kopfhörer. Muss man. Es ist im Kunstkopf. Verfahren aufgenommen, kann man das so sagen? Ja, Kunstkopfverfahren ist ein ganz spezielles Verfahren, wo man nicht schneiden kann. Das heißt, man muss genau planen. Es ist auch im Booklet genau beschrieben, wie es gemacht worden ist. Es ist also man muss es mit dem Kopfhörer hören, weil du hast wirklich das Gefühl, du bist wirklich ähnlich wie bei... Mittendrin. Man kann es nicht... Es ist also quasi das Birdman unter den... Ja, absolut. Der Daredevil. Also es ist wirklich... Ja, da sind schon Schnitte drin. Also so ist es jetzt nicht. Ja, aber du kannst es nicht so schneiden wie... Du kannst jetzt nicht, aber das einfach, Besondere, du kannst jetzt nicht einfach Musik drunter legen. Nee, das Besondere bei diesem Hörspiel ist, und das finde ich toll, das ist, dass das spielt in einem Haus, ganz klar, in einem älteren Haus, ist ja logisch, weil das spielt ja irgendwie... Ist egal. Auf jeden Fall, das Tolle ist,
wenn da zum Beispiel die eine Figur in die Küche geht, dann hörst du das wirklich. Also du hörst, wie sich diese Figur entfernt, links irgendwo, also du kriegst ein räumliches Gefühl. Und das ist wirklich 3D. Und man braucht keine Surround-Anlage, man kann das ganz normal über Kopfhörer hören. Ganz und man muss es Kopfhörer, hören, um es zu glauben. Ein ganz tolles Hörspiel, wirklich für ein ganz tolles Experiment. Ist schon öfters gemacht worden? Er ist in den 70er Jahren sehr oft gemacht. Das ist extrem aufwendig. Halt nochmal rein, dass die Leute Bescheid wissen. Aber ich finde, das sollte man. Das möchte ich mal mit einem richtig guten Horror-Hörspiel. Horror-Hörspiel. Ja, es ist einfach sehr, sehr aufwendig und sehr teuer zu machen. Und in einer Zeit, wo Leute sich Hörspiele und Filme einfach so runterladen, ist sowas natürlich. Nee, Schweine. Schade. Ich hoffe, dass es sowas öfter geben wird. Bitte, bitte, bitte mehr. Kopfkino-Hörspiele, wir das sind ist da wirklich, total also, geil drauf. Das ist echt. Also, ich spreche jetzt mit meiner Libido-Stimme. Genau. Da waren Momente dabei, da musste ich mich umgucken, weil ich gedacht habe, da läuft jetzt einer hinter mir her. Großartig. Ja. Bevor wir noch über weitere Hörspiele. Nee, ehrlich jetzt. Ja, wirklich. Thorsten, es ist großartig. Will der Thorsten nicht glauben? Ja, doch, es will der Thorsten glauben. Es tut mir nur leid, dass ich nicht Hurra mache. Ich will das glauben. Wir haben, bevor wir noch irgendwelche anderen Produkte hier QVC-technisch in die Kamera, in die neue Kamera. Wir kriegen übrigens kein Geld dafür. Nee, ist ja egal. Warum nicht? Wir haben noch über einen Trailer noch gar nicht gesprochen. Oh. Ja. Ich auch. Ich bin auch zu Hause. Ja. Die Antwort ist ja. Ja. Also das ist, haben wir geweint? Ja, wir haben geweint. Wir warten Jahrzehnte darauf, dass etwas kommt, auf diesen Trailer gewartet, das einen im Rahmen eines Trailers so hysterisch macht, dass du so einen starken Callback kriegst in deine Kindheit. Ja. Das hatte ich da sitzt der bei Kleine. Keinem Superman. Nein. Ach so, das hatte ich. Hast du das Gefühl gehabt, dass dein kleines Ich, falls du jemals ein kleines Ich hattest, bei dir weiß ich es nicht. Nee, der ist so geboren. Ich bin 35 in Wattenscheid in der Gasse gerotzt, nackt, Motorrad geklaut. Ich brauche deine Stiefel und ich brauche deine Mütze. Also ich hatte ja gar keine Geburt in dem Sinne. I need to cap, need a motorcycle, any boots. Ja, also wie gesagt, Kindheit war bei mir. Der Strechinator. Aber schön, dass du mal aufsehen. Es war einer der großen Momente in diesem Trailer. Toll. Der Trailer in sich ist Kunst. Schön, dass wir noch gar nicht gesagt haben, was es geht, aber jeder weiß natürlich, von was wir reden. James und der Riesenpfirsich. Ja, genau. Zwei. Super. Ja. Chewie, wir sind zu Hause. Ja. Es war wirklich, wo ich mich sage. Deutsch, ich weiß richtig, wie der Trailer rauskam und dann bei Pampel auf der Veranda das Telefon klingelte. Und es hieß, der amerikanische Trailer ist raus, du musst sofort ins Studio kommen, du musst Han Solo einsprechen. Und dann ist er losgerast. Ah! Und dann total außer Atem noch, hat er Ding eingesprochen innerhalb von 2 Minuten. Und er hat Kinomagie mal wieder geschaffen. Auf Deutsch habe ich wirklich geweint, weil wenn du Harrison Ford siehst und die Stimme von Wolfgang Pampel, weißt du bist zu Hause. Und wie gut sieht Harrison Ford letztendlich aus? Was, hast du mir das erzählt? Wer hat mir das jetzt erzählt? Und Chewie. Jemand hat mir das erzählt mit der Stimme von Mark Hamill. Jetzt tut mir leid, ich spreche jetzt. Ja, Mark Hamill, ebenfalls. Der deutsche Sprecher. Der Originalsprecher. Im Original spricht Mark Hamill, es ist ja ein Dialog oder eine Zeile aus Rückkehr der Jedi-Ritter, er spricht ja zu Leia, der sagt, ich hatte die Macht, du hast die Macht und so weiter. Ja. Und er spricht über seine alte Stimme nochmal drüber. Das heißt, es sind zwei Leia, man muss mal genau, also nicht Leia, Prinzessin Leia, sondern Ebenen. Also es ist gedoppelt. Also wir sind in ich habe den Trailer gesehen in der Garderobe des Unterhauses mit 4 anderen Troopern von der Legion, von der German Garrison, der 501. Ey, Jungs, großartig. Und wir haben da wirklich gesessen, wir haben geschrien. Du musst immer einen draufsetzen, ne? Du musst immer natürlich mit der Garrison 501. Ja, natürlich. Truppen da. Ja, großartig. Ich habe das mit Darth Vader bei Pizza Hut, habe ich den geguckt, auf dem iPad, weißt du? Hast du und Darth Vader so... Hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht. Nein, ich kann auch mal, du Ströte. Wie war eigentlich Karel Gott überhaupt? Bitte was? Wie war es mit Karel Gott? Kleiner, fracher, schlauer Biene Mai. Ja, mal. Der Karel Gott ist ein ganz, ganz charmanter, netter Mann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sein Deutsch so gut ist, dass er direkt hinter Kay Ray auftreten sollte. Thorsten ist in Dresden aufgetreten bei einer Gala von dem Humorfestival in Dresden zusammen mit Kay Ray und Echt? Ist das nicht ein Paradox? Wo bist du aufgetreten? Was war dein Spot? Was mein Spot war? Ja, wann? So am Anfang direkt. Denk am Anfang. Und dann konnte ich das richtig genießen. Haben sich sofort verheizt. Ja. Da hat übrigens Maxi Stettenbauer einen Nachwuchspreis gewonnen. Das ist ein Kabarett. Der ist ziemlich lustig. Das ist gut. Ich hatte mich fest entschlossen, Maxi Stettenbauer als Comedian so ein bisschen abzutun.
Aber der ist ziemlich gut. Der ist eine ganz natürliche Art und ich habe ein paar Mal echt wieso, richtig gelacht. Wieso möchtest du jemanden als Comedian abtun? Manchmal tue ich das. Manchmal will ich mich künstlich, manchmal will ich mich künstlich erhöhen, indem ich sage, der ist nicht so lustig. Nee, aber so. Das du hast schon den Begriff Comedian sehr despektierlich benutzt. Was hast du jetzt gegen Comedians? Gar nichts. Nicht, dass jetzt irgendwelche Comedians ich bin selber Komiker und kein Kabarettist. Das denken die Leute nur, weil ich alt bin. Manchmal habe ich das so, dass ich an mir selber spüre, dass ich ab und zu, das gebe ich zu, so ein bisschen auf Leute herabblicke, was der Quatsch ist natürlich, und dann mal feststelle, wie gut die Leute sind. Der Maxi Stettenbauer, der ist überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich auch nicht auf dem Schirm haben, der ist sehr, sehr lustig. Stand-up gehen, ja, das möchte ich vor allen immer als Veteran der vor allen Dingen, du guckst Genres den an und der ist sympathisch und dann ist das, alles, was der macht, ist nicht so drüber, ja, sondern es ist schon ziemlich lustig. Also, was war denn jetzt mit Karel Gott? Karel Gott war da, das ist ein ganz, ganz charmanter Mann. Wie eine Meier gesungen? Nein, der hat mit Olaf Schubert Fang das Licht gesungen. Fang das Licht. Ich hatte was das auch sehr macht, ist Babutschka von Als wir Kinder waren, wurde ich überfahren. Nein, warte mal. Das ist von Art of Mouth, vom Lutz. Essen, kochen, und Satzen machen, und Playstation spielen. Das war Babutschka. Muss mal, kommen wir wieder auf den Trailer. Man sieht die Maske, die kaputte, die geschmolzene Maske Warum, wie sieht die überhaupt aus? Ist die aus Salzteig? Was soll das denn? Ja, die ist geschmolzen worden. Die hat er doch verbrannt. So Wikinger-technisch-Style. Ah ja, genau. Dann sieht man auf einem Wüstenplaneten, der nicht Tatooine ist, gestrandeten Sternzerstörer. Großartig. Ach, das ist ein Sternzerstörer. Vorne sieht man einen kaputten X-Wing. Ja, dann sieht man, wie Luke Skywalker R2-D2 streichelt mit seiner Roboterhand. Wovon er natürlich nichts hat. Ja, mich nur mit der Roboter gestreichelt. Das weiß man nicht. Man sieht einen neuen Sternzerstörer, der jetzt zwei Decks hat. Der sieht auch sehr gut aus. Er ist neu, aber er ist im Stile der alten. Wenn du zwei Decks hast, kannst du besser mixen. Also wann bauen die denn? Ich habe keine Ahnung. Die hat noch 30 Jahre Zeit. Wie bist du denn drauf? Man sieht den neuen Sith Lord, man sieht den neuen Stormtrooper. Wie finden die neuen Stormtrooper? Die neuen Stormtrooper, ich bin ja nur halt auch dadurch, dass ich in der Legion bin, auch da ein bisschen am Thema dran. Und wir haben natürlich auch geguckt, wir haben gesehen, dass bei der Präsentation in Anaheim bei der Celebration, die Stormtrooper wirklich die Treppe hochgelaufen sind. Und das kann man als normaler Stormtrooper, kannst du keine Treppe hochgehen. Du siehst, echt? Nein, es geht nicht, du brauchst einen Treppenlift. Du bist diese Rüstung, die klassische Stormtrooper-Rüstung, die Stormtrooper sind keine Klonkrieger, um das nochmal zu sagen. Die Stormtrooper sind Elite-Soldaten, deswegen sind die alle unterschiedlich groß. Deswegen kommst du keine Treppe hoch. Deswegen stößt sich der eine in Episode 4 auf den Kopf und der andere nicht. Wir machen alles in, ne? Wir können alles erledigen. Wir können dabei stehen. Deswegen haben die in Star Wars immer nur Rampen. Ja, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Nix, meine Güte, nicht. Ich habe schon hier in der Zukunft, ich habe schon, ich habe das große Vergnügen, mit Stormtrooper beruflich zu arbeiten und die kommen die Treppe teilweise nicht hoch. Und die neuen Stormtrooper haben Kniescheiben und es sieht toll aus. Also viele Kollegen waren da, in Anaheim viele Freunde und ich hasse euch dafür, dass ihr in Anaheim wart und dass ihr das alles gesehen habt. Gut. Das neue Zeichen der neuen Republik. Mich interessiert der Rest nicht mehr. Jetzt, wo ich weiß, die neuen Stormtrooper haben Kniescheiben, möchte ich den Rest nicht mehr wissen. Die haben weiße Flügel, das ist auch neu. Dann gibt es einen Chrome Trooper, der ist wahrscheinlich der Commander der Stormtrooper. Wahrscheinlich wird der gespielt oder in dieser Rüstung steckt die Schauspielerin der Brienne aus Game of Thrones, weil die ist auch sehr groß. Der Chrome Trooper sieht toll aus, hat auch ein römisches, wie nennt man das, so ein Tuch, so ein Cape. Ja, letztendlich ist es kein Cape, es ist ein Umhang, der seitlich angebracht ist. Ja, es ist egal. Ich könnte da jetzt kosthümhistorisch sprechen. Ganz genau. Nee, lass uns sagen. Zenturien trugen die so. Nein. Der neue TIE Fighter-Pilot sieht super aus, ganz großartig. Und dann kommt natürlich die Szene, wenn am Ende die Stimme kommt, Chewie, we're home. Und dann sieht man Han Solo, man sieht nicht Harrison Ford, man sieht Han Solo. Man sieht Han Solo. Chewbacca hat sich gut gehalten. Was ist jetzt? Der ist ja auch... Peter Mayhew ist immer noch drin, ne? Peter Mayhew, weil der auch nur die Geräusche machen kann. Ja. Der macht doch die Geräusche gar nicht. Peter Mayhew macht nicht die Geräusche. Echt? Gemacht. Nein, ich bin raus. Chewbacca ist eine Zusammenstellung aus mehreren Tieren und vor allem ist es ein Bär, dem man immer wieder Honig gibt und wieder zurückzieht. Wenn man jetzt weiß, dass Chewbacca eigentlich ein gequälter Bär ist, macht das Ganze unsehbar. Ja, Das ist unerträglich. Aber warte, danke. Gequälter Bär. Es gibt zwei Fragen bei dem Trailer. Mit wem spricht Luke Skywalker? Ich habe die Macht, meine Schwester hat die Macht, mein Vater hatte die Macht und du, bei dir ist sie auch schon. Mit Nachbarn, oder? Peter Hane. Mit Peter Hane, gut. Na, mit wem? Was? Ja, wahrscheinlich vielleicht mit seiner Nichte, mit der Tochter von Leia und Han. Ja. Gut. Was meint Han Solo mit Chewie, we're home? Keine Ahnung, Han Solo und der gequälte Bär. Weißt du, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Bitte, Leute. Was denn? Woher kommt Han Solo aus Solohausen.
Was ist der? Da. Das ist das. Es geht darum, wir haben ganz oft schon den rasenden Falken gesehen, den Millennium Falken. Ach, scheiße, genau, er kriegt das Schiff wieder. Han Solo den rasenden Falken wieder, der übrigens gar nicht Han Solos Schiff ist, sondern er gehört gestohlen, immer noch ja. Lando Calrissian. Ja. Das übrigens, ich zeige jetzt in jeder neuen Folge ein Star Wars Produkt, weil wir eiern ja so langsam auf Episode 7 zu. Das ist das offizielle Star Wars Millennium Falken Schneidebrett. Sehr hochwertig gemacht, man sieht auch, dass es scheint. Wir kriegen da kein Geld für, ehrlich nicht. Trotzdem, ich kann das doch mal zeigen. Ich habe das gekauft. Das ist total toll, das ist super geschnitten, kostet 35 Euro. Super. Ich warte auf die Walking Dead Tampondose, aber es ist trotzdem schön. Ich zeige es nur, ist ein ganz toller Fotodruck. Ich möchte nur warnen, falls ihr das wirklich als Schneidebrett benutzen wollt. Ihr Schweine. Es gibt Macken es ist in dem Papier. Brett. Es gibt, nein, das ist aus Acryl. Es gibt Macken da drin. Das heißt, das sieht jetzt bei dem rasenden Falken ganz gut aus. Aber ich würde es nie wieder als Schneidebrett benutzen, sondern nur als Präsentation. Ihr könnt darauf Brot nur zerreißen. Brot essen oder man kann darauf kleine Canapés reichen oder so. Was ich euch empfehle, ist hinten zwei kleine Absatzhalter, ja. Dahinter eine Glühbirne und dann an die Wand. Und dann an die Wand. Licht toll, ganz toll. Das ist ein tolles Ding. Es ist für eine Brosche ein bisschen groß. Ja. Ich habe es gerade kurz angehalten. Wie findest du dieses Design meiner Weste? Das Design ist schön, hast du selber gemacht. Super. Ja, ist geil, oder? So, hast du selber gemacht? Ja, klar, Mann. Kommt doch. Ja, du bist ja Herr. Ja, die Grafik es gibt ja auch als Todesstern ein bisschen bearbeitet. Toll. Und dann ist gut, ne? Ja, ist ein bisschen für selber gemacht. Es gibt übrigens auch neue Star Wars Frühstücksbrettchen, die kosten nur 6,95. Die sehen also, toll aus. Falls ihr euch gefragt habt, hör mal, gibt es da überhaupt Frühstücksbrettchen? Ja, die gibt's. Egal. So. Man kann doch mal Werbung machen. Ja. Ich freue mich, der Star Wars Trailer hat mich total gefreut. Das hat mich auch geflasht. So. Es war dieser Effekt, den ich hatte, als ich den 89er Batman das erste Mal gesehen habe. Es war dieser Effekt, als bei Jurassic Park der erste Saurier auftaucht. Das war so ein Schlüsselmoment in der Trailer-Geschichte. Zeigt uns das, was wir sehen wollen. Und wir müssen noch ganz kurz über den neuen Droiden reden, über BB-8. Nicht BB Jones, sondern BB-8. BB-8, der ja auf dem Ball rumeiert. Der ein Ball ist. In echt. In echt, ohne Scheiße. Er ist nicht digital berechnet, es ist ein echter Ball. Er ist auf der Celebration, kam erst R2-D2 raus und Carrie Fisher und Mark Hamill und alle möglichen. Und dann kam dieser Ball in echt auf die Bühne gerollt. Dieser Ball ist. Und sorgte für ein großes Hallo. Ja, da blieb kein Auge trocken. Für das leibliche Wohl war gesorgt. Und nachher lud man zur Diskussion. Genau. Ja, toll. Also, immer. Wir freuen uns. Wir werden natürlich auch weiter über Star Wars reden. Genau, netter Kontakt. Jederzeit gerne wieder. Immer wieder. Übrigens, Star Wars Identities, die Ausstellung ab dem 22. Mai in Köln im Odysseum. Am 22. Mai. Ein Tag später ist die FedCon in Düsseldorf. Falls ja, da muss ich ja hin. Ich habe so zugenommen. Ja. Sehen wollen. Ich bin auf jeden Fall da. Und ich bin auch bei der Star Wars Identity Ausstellung. Okay, ich sag jetzt nicht, warum ich da bin, aber ich muss beruflich muss ich da sein. Ja. Morgens um 9 muss ich da sein. Echt, ihr seid so schamlos. Weil ich die Pressekonferenz moderieren darf. Ja, wenn mich keiner fragt, entschuldige, ich liefere euch hier jetzt wirklich, ihr müsst auch ein bisschen machen. Ach so ein Ding war das. Ja. Okay, über was reden wir denn? Ich gucke da schon dauernd auf deine Blu-Rays da. Du hast doch auch ein paar Sachen, du wolltest doch auch mal was vorstellen. Ich wollte auch mal was vorstellen. Nachher heißt es wieder, der Bender labert wieder also nur, der steht da. Das hätten wir eigentlich gleich am Anfang machen können. Es gibt jetzt eine offizielle Joss Whedon Biografie. Wen das interessiert, das ist der Regisseur von Avengers, von Die Rächer. Und Avengers 2. Ja. Wir sind Spielfilm. Und von Buffy. Ja. Ganze Avengers machen. Also, wen das interessiert, gibt es jetzt. Ja, toll. Und dann habe ich was. Es gibt auch eine inoffizielle Biografie von Joss Whedon, die auch sehr lesenswert ist. Übrigens nur ganz kurz. Nicht nur die, sondern auch eine inoffizielle. Ja. Dann habe ich hier was. Jemand macht uns zu Spielfiguren in einem verworrenen Spiel, sagt Thor in Avengers 2. Und es ist Joss Whedon. Ja, genau. Mhm. Dann habe ich hier was. Und zwar auch ein Potpourri der guten Laune. Burt Reynolds. In dem Film Hooper. Jeder Kopf, Jeder Kopf hat einen Kragen. Nein, das ist, Kopf und Kragen. Kopf und Kragen. Der Film, der war leider nicht so erfolgreich. Ich finde ihn klasse. Er spielt wie? In der Stuntman-Szene. Leider nicht so erfolgreich wie? Du musst auch sagen, wie? Leider nicht so, Seven. Ja. Also machen wir jetzt, für die Leute, die Burt Reynolds überhaupt nicht kennen, gibt's ja jetzt. Ne? Es gibt ja Leute, die kennen Burt Reynolds nicht. Burt Reynolds war in den 80ern... Smokey und der Bandit. In den späten 70ern... Er hat eigentlich sowas wie Fast and the Furious gemacht. Auf dem Highway ist die Hölle los, Smokey und der Bandit. Ja, ja. Mit Sally Field. Genau. Also sehr lustige Filme mit Jackie Gleason.
Na, das, Captain Chaos? Ja, nee, ja. Hier bei Smokey. Smokey und damit. Heißt du Jackie Gleason? Ich glaube, egal. Ja, ist egal. Auf jeden Fall eine Ikone der 80er Jahre und der späten 70er Jahre. Einer der wenigen Männer, die wirklich einen Schnurrbart tragen können. Einer der wenigen Männer, die auch im Alter noch gut aussehen. Ich habe neulich gesehen auf, nicht Netflix, sondern Boogie in diesem Nights. Fall. Nee, Boogie Nights sowieso. Ja, in Boogie Nights war er auch richtig geil. Aber ich habe ihn auch gesehen, ein Spiel ohne Regeln. Das ist so ein Vehikel mit Adam Sandler, wo er akzeptabel ist. Und da spielt er ebenfalls mit. Ist das dieser Knastfilm? Ja. Also das Tolle an Burt Reynolds war immer, der konnte eigentlich alles spielen. Der hat dramatische Rollen gespielt. Der hat aber auch hauptsächlich lustige Rollen gespielt. Hauptsächlich war er, wurde synchronisiert von Christian Brückner. Ja. Und ich bin weg. Er war eigentlich ein... Warum bist du weg? Nein, weil ich... Achso, sag doch, warum du weggehst. Ja, also toll. Burt Reynolds, super toll. Genau, und auch zeitgleich ist rausgekommen Sharky wirklich? Und seine Profis. Wirklich zeitgleich? Zeitgleich, am selben Tag. Okay. Also Dienstag war am selben Tag. Sharky und seine Profis fand ich auch total geil. Wie heißt der im Original? Bei dem Titel fand ich so richtig Sharky's bescheuert. Machine. Sharky's Machine. Und das ist ein richtig guter Thriller, ist das. Also das ist wirklich, was steht hier? Draufgängerisch der beste amerikanische Film noir seit Buddy Heat. So. Was? Buddy. Seit Buddy. Vor allen Dingen, das Tolle ist, das ist das Originalcover. Der Film heißt im Englischen oder im Amerikanischen Hooper. Und das war das Cover. Und das habe ich heute auch gemacht. Ja, Hooper in Stadt, ja. Und jahrelang hatte der Film, als er dann damals auf Video rauskam und dann auch mal kurzzeitig auf DVD, ein unheimlich schreckliches Cover, irgendwie so selbst gemalt, wie das ja manchmal die Verleihe so machen irgendwie. Und jetzt hat man sich endlich entschlossen, das Originalcover zu nehmen. Ich finde das witzig. Ich habe das auch als DIN A0 Poster. Interessiert keine Sau hier, ne? Gary, ich höre zu, ich gucke nur, was wir alles schon gemacht haben und was nicht. Erzähl einfach, guck in die Kamera und erzähl weiter. Wir hören dir zu. Ja, nee. Es geht ja nicht darum, dass wir dir zuhören, sondern die Leute dir zuhören. Wenn du unterbrichst, kann dir keiner zuhören. Ja, das hat Prinzip. Okay. Ja. Ich bin aber auch jetzt fertig. Also wer Burt Reynolds mal wieder sehen möchte in ein paar tollen Filmen, sollte in seine... Bricht eine Lanze. Ich breche eine Lanze, lade zur Diskussion ein, gerade zum Ende hin. Für das leibliche Wohl. Genau. So, super. Was hast du denn da liegen? Ich habe noch ein paar Sachen. Oh Gott, der kommt schnell durchlauf. Schnell durchlauf. Was habt ihr denn noch für Hörspiele noch gehört, Gerrit? Du hast Walking Dead gehört, was hast du noch gehört? Batman hatte ich gehört. Wir kriegen immer Hausaufgaben von Herrn Bender. Ja, damit wir über die gleichen Sachen auch reden. Ja gut, ich hatte zuletzt als Hörbuch habe ich einige Dokumentationen gehört über Hirnforschung. Und außerdem die 7 Wege des Samurai, ein Buch über Achtsamkeit und Respekt im Umgang mit anderen Menschen. Aber auch der Talisman als Hörbuch von Stephen King, gelesen natürlich vom kongenialen Darwin Nathan, der ja irgendwie alles kann. Ich habe den Anschlag jetzt fertig gehört. Das ist ein Spätwerk und seine Frühwerke sind noch etwas... Bisschen lang. Ja, die sind alle ein bisschen lang. 32 Stunden. Ich empfehle dir zum Reinhören testweise, machst du Menschenjagd. Was ist mit Joyland? Oh, Menschenjagd. Joyland ist brillant. Gut. Gibt es Menschenjagd als Hörbuch? Ja, Logo. Es gibt alle Richard Bachman als Hörbuch. Oh, Menschenjagd. Alle gelesen. So, die sind alle in spätestens 10 Stunden durch ungefähr und das ist großartig. Und wie du siehst, wie minimalistisch er da gearbeitet hat, wie unglaublich spannend die sind. Es ist egal, ob das Todesmarsch ist oder Menschenjagd. Also das war ja Running Man. Ja. Großes Tempo. Nicht so oder Sinner, weißt du, Dünner, der Fluch. Großes Tempo. Mit dem schrecklichen Film mit Arnold Schwarzenegger. Ich fand den schrecklich. Man. Das war so ein Scheiß. Als ich damals gehört habe, dass Arnold Schwarzenegger da die Hauptrolle spielt, wusste ich, ich bin raus. Das war ein Schwarzenegger-Vehikel und das war damals der Mann der Stunde. Man hätte heute wahrscheinlich... Der neue Tatortreiniger ist erschienen auf Blu-ray und auf DVD. Ich bespreche das auch in der neuen Deadline übrigens, die ich natürlich eure wärmsten ans Herz legen kann, wo ich auch nicht alle... Nicht nur, müsst ihr alle, eigentlich haben. Das alle ist für mich das neuen einzige... Hörspiele. Ernstzunehmende Filmmagazin. Also das ist nur eine Schicht tiefer. Ich lese auch gerne die Cinema, aber Deadline ist ziemlich unerreicht. Muss ich echt sagen. Die neue, was ist jetzt los? Ich muss pinkeln. Tut mir leid. Mach Pipi, wir reden weiter. So. Ja. Der Tatortreiniger. Der Tatort Nummer 4, ganz großartige, wieder 5 Folgen à 30 Minuten. Die Watt-Olympiade, ganz toll. Der Putzer mit Matthias Brandt. Dem Sohn von Willy Brandt. Eine ganz tolle Folge.
Dann gibt es eine Folge, die in einem verwaisten Elektronikmarkt spielt. In der Nacht hat ein bisschen was so verschwörungsmäßig, zombie-mäßig. Dann gibt es Der Fluch mit ich glaube, Michael Merz. Michael Merz ist ein Schauspieler, der jetzt, glaube ich, an der Burg ist in Wien. Er war in Bochum am Schauspielhaus. Ist eine total geile Sau, der Typ. Und der spielt die Folge Der Fluch ist unglaublich, weil es wird nur gereimt. Und du denkst, du hast es noch nicht gesehen. Nein. Und du denkst, okay, das ist jetzt ein Sketch. Das kannst du jetzt 5 Minuten machen und dann nervt es dich das. Die schaffen das eine halbe Stunde lang, eine großartige Folge daraus zu machen. Ist mal wieder eine tolle Folge. Der Tatortreiniger. Also Bjarne Mädel ist auch nah am Genie. Ne? Nah am Genie. Schotti ist immer nur so gut wie sein Gegenpart in den Folgen. Ja. Und er hat wieder tolle Gegenparts. Ich habe gesagt, Tatortreiniger ist ungefähr, als würde Loriot Breaking Bad verfilmen. Ja, das passt total super. Das ist gut gemacht. So ist es. Also ganz, ganz toll. Making of ist dabei, was nicht so dolle ist, 2 Minuten, da kann man sich schenken. Da gibt es noch ein Interview zwischen Bjarne Mädel und Arne Feldhusen, dem Regisseur, mit einem echten Tatortreiniger. Ist okay, ist nie überragend, die Extras, aber ein Must. Ich meine jetzt nicht so ein Must beim Schiff, sondern ein muss man gucken. Must, wie der Must darum. Wie der Must gucken. So, 3D, Top Gun in 3D. Ich konnte nicht anders, ich musste ihn gucken. Ja, ja, ist gut. Ich musste ihn haben. Und? Du hast ihn noch nicht gesehen in 3D, ne? Ja, ja, nee. Ist toll konvertiert. Er ist halt Top Gun. Wenn man er ist 80er Jahre, es ist, während Herr Sträter neben der Kamera mit irgendwelchen Katzen flirtet, die denen das total scheiße. Willst du mal ins Bild, Titus? Titus, Gary ist gerade nicht da. Gary ist kacke. Komm mal her, komm, Titus, komm. Geh mal hier hin. Versuch mal so. Na komm, Schätzchen. Gary, komm. Titus, komm her. Titus. Titus. Komm her, komm. Komm her, lecker. Komm her, komm lecker. Komm her, Schätzchen. Komm her, lecker. Lecker stimmt nicht, man lockt Katzen nicht mit falschen Versprechungen an. Also, er versucht es. Titus, läuft nicht. Toll. Natürlich, die Flugsequenzen sind natürlich toll. Der Soundtrack von Joe Moroder. Die Musik. Ganz genau. Wer hat die Gitarre gespielt? Steve Stevens. Steve Stevens. Fragen, die man selber beantwortet. Steve Stevens. Steve Stevens, genau. Take My Breath Away, Danger Zone, Kenny Loggins. Giorgio Moroder, übrigens gerade 75 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, noch nicht tot. Top Gun in 3D. Toll, was man machen kann mit 3D konvertieren. Ein Film, der in 3D auch wirklich noch weniger Sinn macht. Ach, jetzt habe ich Top Gun verpasst. Schade. Ja, du hast ihn noch gar nicht gesehen in 3D. Nee. Ja, also bitte. Ich habe auch besser konvertiert als Avengers. Wahrscheinlich. Ja. Ich muss jetzt auch mal... Apropos konvertiert... Doch, hör doch auf! Doch! Hier! Was denn? Dawn of the Dead, der Original Dawn of the Dead in 3D. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen, weil ich habe nicht so viel Geld, mir einen 3D-Beamer zu holen, aber... Du hast auch eine Surround-Anlage, die du nicht angeschlossen hast, das kannst du auch mal sagen. Aber ich habe in vielen Kritiken gelesen, es soll unheimlich gut sein in 3D. Guck ihn dir an, Thorsten. Hennes, wir können den ja bei dir mal gucken. Ach nee, du guckst ja keine Zombie-Filme. Ich habe Angst vor. Kann ich den haben? Warum? Ja, irgendeiner muss hingucken. Ja. Und ich habe einen 84 Zoll Fernseher mit Full HD 3D. Ja. Und passiver Technologie, weil der Fernseher 4K kann. Ja, okay. Und er sagt, machst du einer sagen, ich würde angeben hier. Ich kann 4K. Der beste Freund von Kerry Gott. Ja. Ich weiß jetzt auch, wie du aussiehst. Ja. Da wir albern werden und 12.06 Uhr ist wieder langsam Zeit, dass mein Arsch zu knallt. Genau, okay. Wir müssen mal ganz kurz über die Fanreaktion auch noch sprechen. Natürlich. Ja, ich lese mal. Du bist überhaupt nichts vor, ich habe da eine Ordnung drin. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wenn... Die durcheinander kommen, wenn ich mit der Seite so mache, Was wäre eure Lieblingsbude, wenn ihr euch eine Bude aussuchen könntet? Also, da haben sich... Ich lese mal kurz vor, Fanreaktion. Michael schreibt, moin zusammen, hört mal auf Twin Peaks zu spoilern. Hab gehört, das ist eine total coole neue Serie, ich habe die noch nicht gesehen. Sehr schön, Gruß Michael. Ich hab's euch gesagt. Bruce Willis ist die ganze Zeit tot. So. Jetzt Thorsten vom Bodensee schreibt, ich habe da mal eine Frage. Ich mag die Programme von Hennes Bender und finde sein Wissen unglaublich, aber ich würde gerne mal von Herrn Sträter hören. Bis jetzt redet Hennes ja meist 60-70%, zumindest kommt es mir so vor. Es kommt dir nur so vor. Es wäre ansonsten schön, wenn einer mehr zu Wort kommt. Ansonsten macht weiter so, macht Spaß an Zuhören. So, Thorsten Bodensee, schönen Gruß. Läuft bei dir. Hallo zusammen, ganz großes Lob an euch drei für diesen super Podcast. Auch wenn man denkt, viel über Filme zu wissen, kann man hier noch etwas lernen. Davon denken uns ja auch. Es ist zwar sehr chaotisch, allerdings finde ich es immer sehr super, wie ihr auf Darsteller, Synchronsprecher und Regisseure eingeht und die Verbindung zu anderen Filmen zieht/erklärt. Also bitte mehr davon. Am Ende habe ich noch einen Wunsch. Ich finde es echt schwierig, gute Filme zu finden, die man noch nicht kennt. Alles, was jetzt gedreht wird oder heute als Geheimtipp gilt, bekommt man irgendwie übers Internet, Magazine und Freunde mit. Allerdings denke ich, dass es viele alte Filme gibt, die die jüngere Generation einfach nicht kennt, weil sie niemand darauf aufmerksam gemacht hat, haben wir heute gemacht. Könnt ihr die 5 Minuten opfern, das machen wir gerne. Ja.
Über Klassiker zu sprechen. Klassiker, die man gesehen haben muss oder so ähnlich. Vielen Dank. Viele Grüße, Alex. Danke für die Mail. Eins. Haben wir heute gesprochen. Im Land der Raketenwürmer. Es wird gerade ein Remake vorbereitet oder ein Relaunch oder ein Reboot oder wie du auch immer du willst, aber im Land der Raketenwürmer mit Kevin Bacon muss geguckt werden. Der war schon toll. Zwei. Sam Raimi's Evil Dead? Nee. Darkman. Darkman? Ist sowieso. Darkman muss geguckt werden. Spezialeffekte, wie ich sie hätte gemacht, wenn ich auf dem Weg zum Klo gewesen wäre, also unglaublich schlecht, aber in gut. Liam Neeson spielt den Darkman. Gesichtslosen Dr. Peyton Westlake, der zu Darkman wird, also ein Anti-Superheld. Darkman. Sensationell. Wenn wir jetzt über Superheldenfilme sprechen, muss man über Darkman reden. Wir reden Rocket, über, ich rede über Darkman. Du guckst aber Rocketeer auch. Dann guckst du auch bitte The Rocketeer. Industrial Light and Magic mit Greenscreen, mit Bluescreen den, damals mit einem großartigen Timothy Dalton als Bösewicht. Ja. Und einem Art Deko-Superhelden mit Raketenrucksack. Mit einer ein tolles Comic übrigens. Ja. Wie heißt sie noch? Mit einer wunderschönen Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Ja. Ja. Ich sag nur Busen. Ich lass mir doch hier nicht sagen, ich bin sexistisch. Sexismus. Das habe ich nicht. Das ist auch nicht Sexismus. Sexismus. Die kleine Sexismus. Ich spreche mit meiner Libido und ich sage Busen. Haben Sie, weißt du, Gangs, der geht in die Videothek. Haben Sie einen Busen? Wenn du noch einen sonnigen Tag hast, dann schau dir an, wenn die Gondeln Trauer tragen, in die Kamera. Ich rede mit dem, wer ist denn das? Also, Alex. Alex. Okay. Alex, wenn die Gondeln Trauer tragen. Also einer der übelsten Horror-Thriller, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es ist du scheißt dir in die Hose. Ja, du machst dir so, echt Punkt. Den Buchstaben. Also übrigens, wenn die Gondeln Trauer tragen und nicht wenn die Gondeln Trauer tragen. Wenn die Gondeln Trauer tragen. Das sind so Filme, wenn man da den Dings weglässt, ne, hier, der heißt halt, die das, wer heißt halt, ne, heißt halt, sag schnell. Komm, nee, komm. Nee, sag mal, Hennes. Dings da. Was ist denn? Der? Ja. Ich mache weiter, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Also wenn die Gondel Trauer tragen und natürlich muss man jede Woche das Leben des Brian sehen. Jede Woche einmal. So. Ja. Und wenn du kannst, gute alte Filme sind auch Mystery Man. Also ich finde den gar nicht schlecht. Der Film hat jetzt glaube ich 10, 15 Artikel. Jahre auf dem Buckel. Artikel. Schau dir mal Mystery Man mit Ben Stiller. Und ansonsten... Und Eddie Izzard. Mit Midnight Run. Habe ich gerade noch gesehen. Irgendwo Midnight mit Charles Grodin. Und Robert De Niro. Großartiger Film, gerade in England rausgekommen auf Blu-ray. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Ja. Aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich habe beim letzten Mal gefragt, wir haben beim letzten Mal gefragt, in welcher Bude würdet ihr gerne hausen, wenn ihr es euch aussuchen könntet, außer der Betthülle, weil das ist ja wohl klar, dass man das will. Also, Simone Jack 21. Ja, ich frage mich auch, was man in der Festung der Einsamkeit macht, ohne Fußbodenheizung. Ja, genau. Also, Simone Jack 21 möchte gerne Mark Polacek möchte gerne in Bill Gates Haus leben. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Naja, er hat unglaublich viele hochauflösende digitale Bilderrahmen, die ihm Gemälde zeigen. Nein, nicht wahrscheinlich, das ist einfach so. Simone Jack 21 schreibt, schön, dass hier nun auch am Ende die Zuschauerschaft zur Diskussion eingeladen wird. Hat er ja. Für da hat Gary Schrift, das ist cool. Clockwork Orange. Mitsamt der Designermöbel und den gelegentlichen Einbrüchen. Also A Clockwork Orange von Kubrick. Simone Jack möchte durchaus von einem Riesenpenis aus Stein erschlagen werden. Genau. Ich finde das als Wunsch exzentrisch. Ja. Aber, alternativ aber, genüge mir auch das Apartment von Henry Spencer aus Eraserhead. Ja, weißt du, das kriegst du in Wattenscheid für 2 Euro den Quadratmeter. Genau. Ich weiß nicht, was hier los ist. Der Altehrwürdige schreibt, schöner Gamertag. Name. Gamertag. Zur Aufgabe. Mein Lieblingsmenschen wäre das Chemosphere-Gebäude. Ja, in dem Greg Henry und Brian, the Palmer's Meister Buddy Double, hiesig, der Tod kommt zweimal, da Haus, bin ich dabei. Hiesig. Der immer der Altehrwürdige. Erstmal, dass du hiesig benutzt und Haus, dafür lieben wir dich. Ja, für Bass für sind Bass, wir erstaunt, ja. Neben der ungewöhnlichen Architektur gefällt mir besonders, dass der aussieht. Buddy Double, ist das der mit John Travolta, der Brian de Palma? Nein, das ist. Das mit Michael Caine. Und Nancy Allen, oder? Buddy Double? Nein, das ist Dress to Kill. Dress to Kill, okay. Mit John Travolta ist, oh Gott, wie heißt der jetzt noch? Super Film. Von Brian De Palma. Nee, ja. Buddy Double ist mit Melanie Griffith als Pornodarstellerin. Und Greg Henry heißt er, glaube ich. Michael Caine? Michael Caine ist Dress to Kill. Ah, Dress to Kill. Ja, das stimmt. Ja. Und ich würde gerne, wie gesagt, in Wayne Manor wohnen und das tue ich halt auch. Ja, genau. Also ich hatte lange überlegt und dann ist es mir eingefallen und zwar, ich möchte gern in der Wohnung wohnen, in der die Beatles gewohnt haben in Help. Hihi, Hilfe. Ihr erinnert euch, sie gehen in vier verschiedene
Ein ginge rein und es ist eine riesige Wohnung. Also da war ich als Kind. Von außen ist es dieses typische englischen schmalen Häuser und sie gehen da rein. So, ich würde gerne wohnen. Jetzt bin ich gespannt. Also ich finde ja den Wohnwagen von Petrocelli fand ich immer sehr gut. Der erinnert sich nur die Älteren an. Petrocelli synchronisiert von dem großartigen Rolf Schuld. Aber meine Lieblingsbude war auch nicht die Bude von Colt Sievers. Meine Lieblingsbude war die von Dan Tanner in Vegas. Der ist nämlich mit seinem Auto ins Wohnzimmer reingefahren und das Fahrrad hing über dem Bett. Ja, der hat aber auch in der Garage gepennt, der Affe. Das war nicht gesund. Für mich aber egal, das habe ich gesehen und ich fand das großartig. Das wäre meine Lieblingsbutze gewesen. Welches Auto würdet ihr denn gerne fahren, wenn ihr euch das aussuchen könntet? Das ist eine beknackte Frage. Schreibt das bitte, außer das Bettmobil. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja. Ja, wer hat denn jetzt gewonnen? Hat einer was gewonnen? War ja keine Preisfrage. Ihr habt was gewonnen. Ich glaube, stellen wir eine Preisfrage. Nein. Also nächstes Mal, welches Vehikel würdet ihr gerne fahren, wenn ihr euch das ausruhen würdet? Ich würde sagen, Gary, du hast eine neue Tasse. Komm, mach das doch mal mit der Tasse eben. Das ja. Du hast nicht mal alle Tassen im Schrank, du hast eine gemacht. Genau. Wir haben eine und neue Tasse. Jemand hat gefragt, wo es diese Tassen gibt. Die gibt es nirgendwo. Die gibt es nirgendwo. Und der nach dieser Tasse gefragt hat, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, bekommt diese Tasse. Was jetzt nicht heißt, dass jeder, der fragt, so eine Tasse bekommt. Ja, wir könnten, wenn wir das aber machen. Die Kaufkraft ist da. Normalerweise sollten wir alle. Wenn es mehr Leute sind als 500, die diesen Podcast sehen, wenn Herr Sträter diesen Podcast auch auf seiner Homepage endlich mal einbindet. Ja, wir arbeiten doch dran, verdammte Kacke. Stimmt, wir fliegen zum Mars. Also, das ist auf jeden Fall, der geht an dich. Ich fliege gleich hier vom Tisch. Und ich sag das nur. Ich bin der Einzige, der viral ist. Du denkst auch, du kommst damit durch, wenn hinten dran denkst, ich meinst auch nur gut oder wer was? Wer hat denn einen Twitter-Account? Wer hat denn ist bei Facebook? Wer ich habe Twitter-Account. Im Kontakt mit den ganzen Leuten. So, ich brauche noch. Hör mal, Hennes, wenn du dich auf Facebook, wenn du mit nacktem Oberkörper, hast du gesehen, dass Freddie Mercury ein weißes Unterhemd anhat? Das Bild, ich brauche kein Unterhemd, ich bin behaart. So, Bochum sammelt Bochum, ich brauche noch ein paar Bilder. So, ich nutze das jetzt einfach mal auf. Ich brauche noch. Pass auf, es ist 12:50 Uhr, ich gehe mir jetzt eine rauchen. Das war ganz zauberhaft. Dankeschön, wir sehen uns das nächste Mal. Also. Wie machen wir jetzt schon Feierabend? Ja, wie lange haben wir denn jetzt schon? 1,5 Stunden. So, 22 Titus. Echt? Wie viel? 1 Stunde 22? Leck mich. Das ist eindeutig zu lang. Lutsch mich runter und nenn mich Bärbel. Wir kürzen das auch nicht. Nummer 27, Stiefeler Dorfkirche brauche ich noch. Ich brauche noch Peter Scholler Tour habe ich. 58, die Pauluskirche da vorne. 69, die Ruhrtalbahn. Brauche ich noch und ich brauche noch Ralf Richter habe ich, Hennes Bender habe ich. Was machst du im Podcast? Liest du vor, was du alles brauchst? 138, ja, ich nutze das jetzt mal einfach. Was willst du sammeln, du faule Sau? Ich habe schon so viele gekauft. Ich bin da drin in dem Album und habe es nicht vollgekriegt. 138, die eine Hälfte, ja, einmal mit der Flosse mal durch die Linse. 138, der VfL Bochum-Kader links. Und wen haben wir noch? Wer da alles drin ist, Klaus Toppmüller, guck dir das an. Und Grönemeyer habe ich auch nicht. Da fehlt mir die 205 und die 204 und das war's. Waren das die Hartbrikas? Die Hartbrikas, nein, war nicht dabei. So, Herr Sträter steht auf dem Balkon und quatscht sich eine, tut was für die Gesundheit. Wir haben noch viel zu besprechen. Wir haben über Star Wars gesprochen, über die Avengers. Es würde uns freuen, wenn ihr diesen Podcast gesehen habt, bewertet, teilt und weiterhin in die Welt tragt, denn wir wollen YouTube-Stars werden. Oder nicht? Und Gary und ich haben uns ganz doll lieb. Wir sind. Du müsstest jetzt reagieren wie Lucy in den Peanuts. Trinkt Jod und heißes Wasser. Also. Oder Sträter ist schon wieder. Guck mal, er ist um. Sträter steht auf dem Balkon und hält Hof. Und wir haben euch lieb und danke für eure Reaktion. Und alles Gute auch beruflich. Alles Gute auch beruflich. Spaß im Kino. Und wo immer ihr gerade seid. Und toi, toi, toi. That was it. That was our first international episode. Ich hab sowas von Hunger, ey. Hat man das gehört, mein Magenknurren eigentlich? Ja, ständig. Dauernd, ne? Boah. Yes. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Sträter, Bänder und Strehberg.